Seid mir gegrüßt, ich wurde von Hanno hierher bestellt, um euch zu quälen. Ich zitiere einfach mal. Ein Vorschlag von mir wäre direkt, dass du meinen Zuschauern erklären könntest, warum Siedler 5 super gut wäre. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Das hätte er sich so gedacht, dass er sich irgendwo einen faulen Lenz macht, fernab von den Schmerzen der Welt, während wir hier leiden und ich euch mit dem Spiel, dessen Name nicht genannt werden darf, malträtiere. Wenn das eines zeigt, dann, dass dieser Mann keinerlei moralische, ethische oder menschliche Prinzipien besitzt, aber irgendwo müssen dann auch die Aufrechten dieser Welt mal eine klare Linie in den Sand ziehen und sagen, nein, Hanno, nein. Weil es war ja eh schon nicht sonderlich leicht für uns Siedlerspieler. Die Welt ist trist, grau und leer und wir brauchen doch viel eher irgendwas, das mal wieder die Sonne durch die Wolken scheinen lässt und nicht Siedler 5. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht liegt in Hennos schurkischer, niederträchtiger Anfrage ja doch irgendwo eine Gelegenheit, eine Saat, die ein begabter Förster zu etwas Wunderschönem heranwachsen lassen könnte. Und das will ich heute versuchen. Ich habe heute zwei sehr wichtige Ziele. Das erste ist, Hanno ärgern. Und das zweite ist, euch ein Siedler näher bringen, das tatsächlich in meinen Augen ein wenig zu kurz gekommen ist in dem Diskurs um diese Reihe. Und wie ich finde, zu Unrecht immer so eher bei den mittelmäßigen bis schlechten verordnet wird. Aber keine Sorge, es ist nicht Siedler 5. Das ist völlig zu Recht da, wo es ist. Da müssen wir jetzt auch kein Wort mehr drüber verlieren, über das Ding. Nein, es ist einer meiner persönlichen Favoriten. Es ist Siedler 7. Denn ihr braucht ja mich nicht, um euch zu zeigen, dass Siedler 3 oder 4 toll sind. Das wissen wir alle sowieso. Aber Siedler 7 ist meiner Meinung nach ein Spiel, das aus verschiedenen Gründen gerne eher so unter die schlechteren oder bestenfalls mittelmäßigen Siedler gezählt wird. Und es ist anders als Siedler 3 und 4, absolut. Es hat eigentlich mehr von Siedler 2, was finde ich auch fantastisch war. Also mein erstes Siedler sogar und immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Aber es könnte, finde ich, ein Spiel sein, das euch ein wenig wieder die Freude am Aufbauen zurückgibt, gerade wenn ihr die Beta des neuen Siedler gespielt habt. Denn so ging es auch meinen Zuschauern. Ich habe das gestreamt, Siedler 7, während die Beta des neuen Siedler noch lief. Und es kamen Leute rein und haben gesagt, ey, das sieht ja gar nicht so doof aus. Ist das das neue Siedler? Ich dachte, das wäre viel schlimmer. Stimmt, es sieht nicht so doof aus, aber es ist eben Siedler 7 und es ist ein tolles Siedler. Und das war übrigens natürlich auch die obligatorische, schamlose Werbung für meinen Twitch-Kanal, Twitch.tv Maurice Weber. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal rein. Ich freue mich. Wenn ihr keinen Bock habt, haben wir immer noch dieses Video und können jetzt vielleicht einfach gemeinsam ein bisschen Siedlerspaß haben. Also gucken wir doch mal rein. Siedler 7, wir fangen an damit, dass wir uns ein paar Feinde geben, mit denen wir schön um die Wette eifern können. Denn darum geht es ja in Siedler immer verglichen mit anderen Aufbauspielen. Das ist ja ein wenig das, was Siedler immer ausgezeichnet hat, dass du halt nicht einfach vor dich hinbaust, was ich auch sehr gerne immer wieder mag, ne, Foundation oder sowas, sondern du wetteiferst und du baust auch nicht ewig. Du baust nicht 100 Stunden an einer Stadt, sondern es ist kurzweilig, es werden Leute vermöbelt, aber es wird eben auch komplex gebaut. Das neue Siedler ist an diesem Spagat komplett gescheitert. Siedler 7 hat ihn, finde ich, so gut hingekriegt wie die wenigsten Siedler. Also ich finde, es hat ihn wirklich sehr gut gemacht. Und um das zu demonstrieren, nehmen wir zwei Feinde. Der erste ist ein Mann ganz nach meinem Geschmack, ein wehrhafter Gelehrter. Drakorian sitzt gerne im Kloster und brütet über Folianten der Kriegskunst, um dann mit hoch aufgerüsteten Hightech-Armeen seine Feinde zu schlagen. Also Priorität 1 Forschung, Priorität 2 Militär. Wir wollen ja ein bisschen Action heute haben. Und Nummer 2 ist ein Mann eines anderen Schlages, der gute König Baldarus, der will nur draufhauen.
nichts irgendwie mit Lesen, Schreiben, alles intellektueller Firlefanz. Einfach Schwert und los. Und das ist seine Strategie. Und wir gucken mal, was sich heute durchsetzt. So, und dann machen wir ihn vielleicht noch ein gefährliches Rot und er ist irgendwie, ja, gelb passt schon. So, und damit können wir uns nun in die Schlacht werfen. Ich glaube, ich tausche die beiden mal noch. Und ich kann euch ein wenig erklären, warum Siedler 7 meiner Meinung nach ein unterbewertetes und sogar richtig gutes Siedler ist. So, auf geht's. Wir werden am Anfang sehr schnell forschen müssen. Denn Drakorian macht das sehr, sehr, sehr schnell. Und Forschung in Siedler 7 ist die erste Achse, wo du direkt wetteiferst mit anderen Spielern. Denn die klauen dir sonst Technologien. Und deswegen ist auch das Erste, was ich hier machen werde, nicht etwa irgendwie Holzfäller oder sowas bauen, sondern direkt versuchen, auf die Forschung zu gehen mit einer prächtigen Kirche, die ich eigentlich direkt hier hinsetzen kann. Ja, das ist eigentlich super. Und dann auch gleich hier eine Hopfen, also eine Bierproduktion. Die können wir hier direkt hinballern. Eigentlich auch direkt hier. Mal schauen, müsste eigentlich gehen. Und dann, denn wie jeder weiß, locken wir Geistliche mit Bier. Und wenn wir Bier haben, dann kommen inspirierte Forscher, die ihre Inspiration offensichtlich im Weine finden. Im Biere, meine ich. Im Trank. In Vino Veri. Da ist auch wieder Wein. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sie saufen und dann forschen sie. So. Und erst wenn wir das haben und wenn die Forschung läuft, dann werde ich den ganzen Rest anfangen zu bauen. Und das Spiel dabei ein wenig euch versuchen näher zu bringen. Deswegen habe ich jetzt auch die Spielgeschwindigkeit erstmal auf langsam gestellt für den Anfang, weil, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich neige zum Geschwätz. Das haben mir Leute manchmal vorgeworfen, völlig zu Unrecht natürlich. Und ich will ja trotzdem hier noch Sachen auf die Reihe kriegen. So, die Kirche geht hoch und dann können wir direkt ein bisschen Bier haben wir nämlich auch zum Anfang. Und sobald das alles steht, gebe ich weitere Gebäude in Auftrag. Ich will nicht, das Spiel ist nicht immer 100% präzise mit den Bauaufträgen. Fange ich direkt mit Kritik an für das Siedler, das ich euch näher bringen will. Ich hätte riskiert, wenn ich jetzt schon angefangen hätte mit Holzfällern, dass sie die Kirche erst später bauen. Obwohl man das hier eigentlich einstellen kann, logistiktechnisch, klappt nicht immer 100% zuverlässig. Deswegen jetzt gleich mal hier die Geistlichen rekrutieren und erste Wohnhäuser auch errichten, damit man hier auch weiter Leute beschäftigen kann. Auch ganz wichtig. Und jetzt können wir direkt forschen gehen und die Forstwirtschaft erforschen, die unsere Holzfäller 50% schneller macht. Also 55% sogar. Und das wird ein guter Schub für den Anfang sein, der auch ein wenig wettmacht, dass wir etwas langsam waren am Anfang. Und dann werden wir jetzt auch direkt anfangen mit diesen Forstgebäuden hier. Da gibt es die üblichen in Siedler. Das kennt man inzwischen ja natürlich alles. Ihr seht, es gibt sogar einen Förster. Damit ist alles gut. Damit weiß man schon, man ist tatsächlich in einem Siedlerspiel. Und alles wird sich zum Rechtschaffenen wenden. So. Und dann will natürlich auch Stein gehackt werden, logisch. Und dann wird das Bier hier gebraut. Brauerei braucht noch ein wenig, aber er muss eh erstmal ein bisschen was anbauen. Dann können wir nämlich die nächsten Geistlichen direkt schon rekrutieren. Jetzt sollten wir anfangen, erste Soldaten zu rekrutieren, damit wir ausziehen und Sektoren erobern können. So. Und Nahrung ist in dem Fall, die erste Nahrungsquelle ist hier immer der Fisch, der uns einfache Verpflegung gibt, was immer gut ist. So, kommt hier irgendwie noch hin, am Rand entlang. Das ist der effizienteste Weg.
Wollte sowieso hier mal noch ein Lagerhaus für den Stein bauen und hier. So, wir haben Bevölkerung und damit eine erste Belohnung. Was brauchen wir? Holz oder Stein? Oh, auf jeden Fall Stein. Man kriegt immer wieder so kleine Belohnungen für kleinere Meilensteine, die man nimmt. Jetzt steht unsere Bierproduktion und wir können die nächsten Geistlichen direkt anheuern. Und die Holzproduktion kommt. Wir haben Soldaten rekrutiert und die schicken wir dann aus. Das ist... Wir fangen direkt natürlich an mit dem größten Kritikpunkt, den Siedler 3 und 4 Fans vor allem haben werden. Die Armeen werden einfach mit diesem General geschickt. Also ich sage ihm, greife diesen Sektor an, dann marschiert der gute Mann aus und die Truppen kämpfen automatisch. Warum stört mich das weniger als andere Siedlerfans wie Henno? Und warum glaube ich trotzdem nicht, dass diese anderen Siedlerfans damit Unrecht haben? Grund ist einfach, ich komme von Siedler 2 ursprünglich. Siedler 2 war das Spiel, das mich zum Gamer gemacht hat und das hatte auch ein indirektes Kampfsystem. Und deswegen... So, der Feind hat jetzt hier tatsächlich eine Technologie. Er hat Prestige bekommen. Das sind die Punkte, mit denen man Gebäude wie die Kirche freischaltet, wie ich auch gemacht habe. Und ich habe die Forstwirtschaft. Das heißt, ich habe einen Wirtschaftsvorteil. Das ist ziemlich cool, denke ich. Genau, also für mich ist... muss ein Aufbauspiel kein RTS sein. Es kann natürlich. Lustigerweise hat an Siedler 7 auch der Erfinder von Age of Empires mitgewirkt, der Bruce Shelley. Trotzdem ist es kein RTS. Und ich finde, das ist auch okay, wenn der Wirtschaftsaspekt dafür facettenreich genug ist. Und das ist er bei Siedler 7. Und ich bin heute angetreten, um dieses Argument im Grunde zu machen. So, wir haben ein paar Geistliche, aber noch nicht genug. Wir brauchen einen mehr und haben gerade kein Wohnhaus mehr. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen... Gut, keine Ahnung, was das war. Irgendein Achievement. Und müssen da jetzt ein wenig... Hier auch noch ein Lagerhaus vielleicht. Wir haben die Schlacht da oben gewonnen, den ersten Sektor eingenommen. Da fangen wir an mit jeder Sektor, wir können es mal kurz angucken, hat verschiedene Ressourcen. Hier zum Beispiel sind Holz ist in den meisten, aber hier ist vor allem Eisen und da oben ist Kohle und Gold. So, erforscht er schon wieder irgendwas? Nee, gerade nicht. Das ist schon mal gut. Und wir haben wieder drei. Das heißt, ich hole mir als nächstes die Geologie, die Steinmetze und Bergleute verbessert. Die finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Und hoffe, dass er sie mir nicht streitig macht. Und als nächstes können wir dann mal hier unsere Produktionen ausbauen. Und zwar brauchen wir hier viele Fischerhütten, mehr Steinmetze, und eine zweite Riege an Forstgebäuden. So. Um die Grundversorgung zu sichern. Und man braucht auch immer viele Lagerhäuser in diesem Spiel. Man sollte eigentlich zum Beispiel auch noch hier eins hinsetzen, um direkt dieses nächste Gebiet erschließen zu können. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, dann haben wir das gemacht. Wir können jetzt hier auch direkt weiter, um noch dieses Gebiet zu holen. Haben auch wieder eine Eroberungsbelohnung bekommen. Wie sieht's mit dem Stein aus? Haben wir gut. Dann sollte ich jetzt... Wir haben eigentlich gerade alles ganz gut. Ich brauche gerade noch gar keine Belohnung. Ich hebe mir die mal auf, bis ich merke, was ich brauche. Wenn mir irgendwas ausgeht, Stein oder Werkzeug. Derweil hat König Balderus den ersten Siegpunkt genommen. Siegpunkte sind, wie man gewinnt in Siedler 7 und finde ich ein sehr cooles System. Es gibt verschiedenste Wege, wie du Punkte sammeln kannst. Zum Beispiel die meisten Sektoren, das meiste Prestige, die meiste Technologien, die meisten Arbeiter, die größte Armee, das meiste Gold oder auch noch einige spezielle Sektoren und Gebäude. Und das, finde ich, macht dieses Spiel tatsächlich zu einem sehr spannenden Wetteifern, weil du auf so vielen Achsen miteinander ringen kannst. Und
Ich zum Beispiel werde auf jeden Fall weiter die Technologie verfolgen, aber darf das Militär nicht vernachlässigen, weil ich habe einen Feind, der primär Militär ist und einen, der sekundär Militär ist. Wenn ich da jetzt zu sehr mich in meinem Kloster verschanze und nur Bücher lese, dann klopfen die irgendwann an, wie die Wikinger in Lindisfarne, und das ist dann keine so gute Situation für mich. Deswegen werden wir jetzt hier weitermachen. Was ich hier jetzt auch noch baue, ist erstmal mehr Prestige. Und das kann man an diese... Exzellent. Wir haben auch noch eine Schlacht gewonnen, sehr gut. Wir haben die Geologie bekommen, das ist super. Jetzt haben wir zwei sehr starke Technologien für den Anfang. Wir haben Bergleute und Förster beschleunigt. Das ist sehr, sehr stark. Als nächstes würde ich versuchen, noch hier hinzugehen, um Bauern und Müller schneller arbeiten zu lassen, wenn ich kann. So, das heißt, dafür brauche ich wieder... Ich habe gerade nicht mehr die Nahrung. Ich muss jetzt erstmal die Fischer hier an den Start bringen und muss die Bauhütte erforschen, um neue Sektoren effektiv besetzen zu können. Also die Bauhütte ist quasi... Wer hätte es gedacht, das Gebäude, wo Bauarbeiter gespawnt werden, quasi. Und kann ich die auch hier noch hinbauen? Dann kann ich die beides. Ah, da vielleicht. Das ist eigentlich, glaube ich, effizient. Den Platz zu nutzen. Falsch rum. Mit der Bauhütte fällt es mir ein bisschen schwer zu sehen, in welche Richtung sie guckt. Das ist schon wieder falsch. Andersrum. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Und ich habe die Metropole. Sehr gut. Das heißt, ich habe die meisten Arbeiter. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass ich den Gegnern voraus bin. Dann habe ich Belohnungen bekommen. Wieder mal. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen hier einmal das. Und ja, Werkzeug ist eigentlich immer gut zu haben am Anfang, weil man es am Anfang noch nicht direkt produzieren kann. Die Fischerhütten legen jetzt los. Man sollte hier auch noch ein Lagerhaus hinbauen, einfach um die Produktionskette aufrecht zu erhalten. Er forscht jetzt auch weiter. Er erforscht jetzt das hier. Armeen können schneller erobern. Heißt, jetzt sollte ich tatsächlich versuchen, relativ schnell auch zu forschen. Ich könnte ihm auch Technologien streitig machen. Er nimmt jetzt gerade noch keine, die ich dringend will. Deswegen ist das okay. Aber später dann. So, hier wird der Sektor schon mal erschlossen. Hier ist auch noch immer ein Lagerhaus ganz gut. Bald das hier alles steht. Ah, Balderus hat mir die Metropole abgenommen. Er hat jetzt sogar zwei. Balderus hat jetzt die meisten Gebiete, wobei ich habe auch drei. Er hat nur zuerst drei gehabt. Und er hat die meisten Arbeiter. Aber das ist knapp, das sagt am Anfang auch nicht viel. Ich habe sie auch direkt wieder. Das sagt eigentlich gerade erstmal nur, dass wir ganz gut dabei sind. So, jetzt müssen wir als nächstes, jetzt haben wir unsere grundlegende Materialproduktion, sollten wir als nächstes die Bierproduktion intensivieren. Das ist nie verkehrt. Zweite Brauerei. Auch hier kann ich eine bauen. Sehr gut. Das Wohnhaus dran. Und weil wir jetzt mehr Geistliche brauchen in Zukunft, dann wird jetzt mehr Holz produziert, also mehr Baumaterialien. Und dann sollten wir jetzt da drüben, sobald das hier alles steht, jetzt kann ich auch die Geschwindigkeit nochmal normal machen, habe ich genug geredet, jetzt kann das Spiel mal laufen. Sobald das da drüben steht, ich mache zum Ausgang mal kurz ein bisschen schneller, können wir dort mit der Waffenproduktion beginnen, über diese beiden Sektoren hinweg. Aber wichtig ist, das Militär nicht, also dass die Forschung nicht zu vernachlässigen. Da darf uns Drakorian nicht zu sehr überholen. Jetzt hole ich mir gleich noch die Viehzucht. Drakorian hat den Sonnenkönig, das ist das meiste Prestige, das ist auch ein Siegpunkt, den man kriegen kann. Das heißt, gerade haben wir gleich schon, wir brauchen aber 6, das ist ja relativ egal am Anfang gerade. So. Er forscht jetzt hier den Gewaltmarsch, also er geht sehr auf Militär, weil er forscht eben gerne Militär, weil er hinterher, er ist eben ein wie gesagt, ein kämpfender Gelehrter ist der Charakter im Grunde.
So, aber ich werde jetzt anfangen, hier Eisen zu schürfen aus dieser Berghütte. Man braucht da im Grunde, man braucht immer mindestens zwei Bergwerke, weil in eins kommt, geht später der Geologe rein, der die Vorräte wieder auffüllt. Am Anfang können beide schürfen. So, dann werden wir hier Holz brauchen, weil das hier wird die Werkzeugproduktion. Und da ist ein wenig Holz vonnöten tatsächlich. Für. Das heißt, ich baue das mal so knapp, wie es geht. So vielleicht? Dadurch? Nee. Warte. Ich mag auch dieses Puzzeln tatsächlich sehr gerne. Ich finde es cool, dass Siedler 7... Oh, du machst es einfach so, komm. Siedler 7 hat halt Aspekte von verschiedenen Siedlerteilen. Hat sehr freies Bauen. Du kannst die Gebäude völlig frei platzieren. Und hat aber den Straßenbau auch, den manuellen, den ich cool finde. Eines Siedler 2. So, warte. Hier ist eher der Förster. Und sind zwei Holzfäller. Die machen das Holz für die... Wir sollten da auch ein bisschen mehr Lagerhäuser dann errichten. Und dann eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Jetzt hat er den Siegpunkt für die meisten Technologien, aber da sind wir, den können wir ihm streitig machen, da sind wir auch gerade ganz gut dabei. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Denn wir haben die Viehzucht, das ist auch sehr, sehr gut. So, als nächstes machen wir hier zwei Schmelzen. Wir nehmen uns auf jeden Fall die Werkzeugbelohnung jetzt. Die brauchen wir jetzt nämlich, weil wir unsere Werkzeuge jetzt gerade ziemlich raushauen. Und so, jetzt können die das hier schon mal bauen. Derweil, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir alle Technologien haben, die wir auf Stufe 1 brauchen. Jetzt gilt es, möglichst schnell auf Stufe 2 zu kommen. Und höherstufige Geistliche. Dafür nehme ich den Kirchenausbau. Und wir haben auch die Materialien dafür, mehr als genug. So. Damit können sie jetzt schon mal anfangen. Während sie das hier auch alles bauen. Die Bauhütte hier kann man auch direkt aufrüsten. Das schadet eigentlich nie. Und dann kann ich hier den Sektor auch bereits erschließen mit der üblichen Kombination aus Bauhütte, Lagerhaus. Und noch Lagerhaus an dem Rand hier. Sobald das steht, machen wir uns den zu eigen. Fangen an mit der Waffenproduktion. Jetzt hat Dracorian die meisten, der zieht gerade ziemlich davon, der hat jetzt Balderus den Siegpunkt abgenommen mit den meisten Gebieten. Und Balderus hat auch gerade nur drei Leute. Also Balderus hockt hier, Dracorian ist auf der anderen Seite und ich bin da oben. Und man kannte sich am Anfang sich nicht gut angreifen, weil befestigte, neutrale Sektoren zwischen uns liegen. Also es gibt hier diese Sektoren, die sind sehr leicht zu erobern. Da sind nur drei Standardsoldaten drin. Aber es gibt auch die hier, wo Mauern drumherum sind und die hier, wo sechs Reiter drin sind, die ein Vielfaches stärker sind. Die kann man sich am Anfang nicht holen. Aber ich finde das eben ganz cool designt. Es ist ja auch ein Aufbauspiel. Du baust am Anfang erstmal, aber du wetteiferst halt trotzdem schon. Es gäbe auch noch, das nutzt jetzt hier in dem Fall keiner von diesen KI-Gen, auch noch das Handelsnetzwerk. Man Handelsposten sich holt, um dann vorteilhafte Tauschgeschäfte machen zu können. So, also. Hier ist alles gebaut. Dann wird jetzt die Kirche ausgebaut. Und derweil will ich auch schon mal anfangen mit Papierproduktion. Denn die brauche ich für fortgeschrittene Geistliche. Und dafür brauche ich einen Holzfäller. Und
Dann eine. Der Steinmetz. Ah, ist schon. Das Stein ist schon abgebaut. Das geht immer relativ schnell. Holzfäller, eine Papiermühle. Und hier eine Buchbinderei. Sobald diese Trümmer weg sind. Gleich sind. Aber dazwischen erstmal noch ein Brunnen, weil auch das braucht Wasser. Jetzt warte mal, das ist eigentlich unklug gebaut. Erstmal sollte hier hin Papiermühle, weil die kommt zuerst. Die braucht das Holz und das Wasser. Dann kommt die Buchbinderei. So, damit können wir jetzt noch fortgeschrittenere Geistliche, die Brüder, holen, die dann bessere Technologien kriegen können. Und die will ich dringend vor Drakorian haben. So, und während das jetzt alles passiert, fange ich hier schon mal an mit Werkzeugproduktion. So. Denn wir haben ein paar Eisenbarren haben wir. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Wir müssen jetzt gleich anfangen, Kohle zu schürfen da unten. Aber erstmal, Werkzeuge ist so ein sehr wichtiges Grundprodukt, weil du, es gibt eine Chirurgie später, die sie wegnimmt, aber die brauchst du halt für im Grunde alles. So, jetzt warte mal. Geh du vielleicht mal ein bisschen irgendwie hier drüben zum Arbeiten. Du auch. Ihr habt hier eigentlich Gebiet, glaube ich. Zwei Brauereien. Und auch das wieder finde ich halt tatsächlich cool, dass das hier sehr... Es gibt die verschiedensten Produktionsketten, die dich auf diesen verschiedenen Pfaden voranbringen. Du brauchst andere Produktionsketten für fortgeschrittene Geistliche als für fortgeschrittene Soldaten. Und es ist eine interessante Entscheidung, was du zuerst machst und auch was dein Feind zuerst macht. Überfällt er dich dann vielleicht mit seinen Soldaten, weil du nur Geistliche gebaut hast? Oder kannst du das abwehren? So, jetzt aber müssen wir tatsächlich dringend dafür sorgen, dass wir Stein nachbekommen. Das haben wir jetzt nämlich gar nicht mehr viel, weil unser Steinmetz weg ist. Aber es gibt Mittel und Wege, die wir gehen können. Und zwar, wir haben noch keine Soldaten. Wir können aber Gebiete auch bekehren. Also wir haben jetzt inzwischen, wir haben nur noch drei Soldaten. Wir bauen jetzt hier eine Waffenproduktion, das dauert aber noch ein bisschen. Aber wir haben andere Wege. Die Wege des Geistes quasi. Und die gehen wir jetzt gleich. So. Hier mal das Kohlebergwerk hin. Das Kohlebergwerk versorgt dann die da. Und da oben ist auch noch Nahrung, die wir uns abholen können. So. Und auch da sollte ein Lagerhaus hin, direkt. Wir haben die Buchbinderei, das ist super. Jetzt geht diese Produktion nämlich los. Wir sollten hier mal noch eine Metzgerei schon mal bauen für fortgeschrittene Nahrung, die der Jäger holt Wild und der Metzger kann es zu Würsten verarbeiten. Das ist fortgeschrittene Nahrung, die wir benutzen können, um Produktion zu buffen. Das ist eine Mechanik, die ihr vielleicht aus dem neuen Siedler erkennt. Eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich auch da cool fand, weil ich finde, es ist eine coole Idee. Du kannst jedes Gebäude kannst du buffen mit einfacher oder besserer Verpflegung. Manche brauchen sogar einfach, um überhaupt zu funktionieren. Und so hast du interessante Optionen, wo du deine Ressourcen einsetzen willst, um Produktionsketten zu verbessern. Und das finde ich ziemlich cool. So, wir sollten hier noch ein Lagerhaus bauen, glaube ich, weil diese Produktionskette tatsächlich... Wir sollten diese Wälder da oben, die können wir einfach fällen. An dieser Holzfäller einfach wegmachen.
So, aber jetzt ist tatsächlich, jetzt können wir zum Beispiel hier mal die Werkzeugmacherei buffen mit dreifach verbesserter Verpflegung. Dann produziert sie dreimal so viel, weil wir haben gerade einen Werkzeugengpass und dann ist das schnell gelöst. Und derweil kann ich jetzt meine 6 Geistlichen hier rüberschicken, um dieses Gebiet mit Stein drin zu bekehren, während wir noch darauf warten, dass die Waffen- und Goldproduktion hier unten langsam anrollt. Also man braucht sehr viele Lagerhäuser in dem Spiel, weil die Lagerhäuser die Träger bereitstellen. Das heißt, man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass das automatisch passiert, weil deine Träger halt alle eine freien Bürger sind, wie es in manchen alten Siedlern war. Bin ich so mittel ein Fan davon, bringt dich dazu, mehr zu bauen, aber fühlt sich auch teilweise ein bisschen so... Manchmal gibt es Momente, wo du denkst, das sollte doch jetzt funktionieren und es ist nicht ganz ersichtlich, warum es das nicht tut. So, aber genau, jetzt werden hier Werkzeuge produziert. Er gibt mir noch Tipps, wie ich Gebäude abreißen könnte, um Werkzeuge zurückzubekommen. Das machen wir nicht, aber die produzieren ja jetzt ganz gut hier. Und derweil fangen wir auch an, Bücher zu produzieren. Wir haben jetzt diesen Sektor hier bekehrt mit den Mönchen. Nee, nicht den. Sehr, sehr gut. Und dadurch auch wieder eine Belohnung bekommen. Da sind auch Werkzeuge dabei. Das bringt uns vielleicht gerade kurz über diesen Engpass. Und jetzt können wir auch anfangen, fortgeschrittene Geistliche zu holen. Für Technologien wie zum Beispiel hier... Ich würde erstmal die hier holen, Satte Ernte, weil da ist er auch nahe dran. Und ich will nicht, dass er die bekommt. Deswegen kostet sie nur einen Bruder, keine zwei. Und sie beschleunigt Bauernhöfe. Das passt sehr gut zu unserer Viehzuchttechnologie. Deswegen will ich die gerne haben. So, das hier geht gerade alles etwas langsam. Jetzt müssen wir wirklich allmählich mal anfangen, hier nochmal hier noch eine Goldmine hin. Ich buffe dieses Kohlebergwerk, weil es muss jetzt 2 Ketten versorgen. Es muss hier die Eisenschmelzen versorgen und hier jetzt gleich die Münzprägereien. Beziehungsweise die eine Münzprägerei. Aber wir können anfangs auch 2 nehmen. Ja, eigentlich. So. Genau. Dann sollten wir erstmal das hier bauen lassen. Das ist wichtig, dass das jetzt passiert. Wir können aber derweil schon mal in diese Richtung auch expandieren. Und hier dieses Gebiet erschließen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Mit dem üblichen Kram. Dann sollten wir mehr Prestige uns holen. Und brauchen einiges hier eigentlich. Wir brauchen den Geologen jetzt bald mal. Und wir brauchen den Lagerhausausbau. Beides sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich die Kirche so gebaut, dass ich hier viel Platz habe für dieses Prestigefeld. So, der Geologe. Sobald eine Mine leer ist, wie jetzt hier, kann der da rein, um sie wieder aufzufüllen. Und dann hast du quasi diese beiden, wo einer fördert und der andere füllt sie wieder auf und produziert dabei Stein. Derweil können wir jetzt auch forschen gehen. Nee, noch nicht ganz. Jetzt holen wir uns die satte Ernte. Und ich glaube, Drakorian hat die fortgeschrittenen Geistlichen noch gar nicht. Wir können mal seine Kirche anschauen. Nee, die ist noch ordinär, schwach und schlecht. Dafür ist mein Militär sehr schwach. Da muss ich jetzt tatsächlich mich schnellstmöglich drum kümmern, hier eine Kaserne hinzusetzen. So, ich lasse mir nochmal Platz für eine zweite Münzprägerei. Jetzt am Anfang können wir die eigentlich gut gebrauchen, später dann vielleicht nicht mehr.
und wir brauchen auch mehr Nahrung. Weil jetzt hier auch gerade die Kohle gebufft wird. Wichtig ist auch, dass unsere Fischgründe nicht leer gehen. So. Genau, also Priorität ist jetzt, die Militärproduktion ins Rollen zu bringen. Da brauchen wir auch noch... Jetzt können wir hier eine Werkzeugmacherei stilllegen. Und die muss auch nicht mehr gebufft werden. Stattdessen will ich jetzt hier Waffen produzieren. Habe ich hier noch Platz für eine Waffenproduktion? Hier ist noch. Das ist nicht optimal. Vielleicht tue ich die dann einfach dahin. Ah, okay, da habe ich jetzt nicht gut geplant. Wo kann hier noch eine Waffenproduktion? Ich kann diese Holzfälle heute eigentlich abreißen. Brauche ich da gerade nicht. Fahren wir woanders hin. Beziehungsweise ich tue einfach mal hier einen Förster untätig werden lassen, dass die beiden Holzfäller erstmal das hier weghauen. Dass wir da... Ah, und wir haben jetzt den Siegpunkt für die Technologie, für die Quelle der Weisheit und sind damit in Führung, weil wir die meisten Technologien haben. Wir haben außerdem weiter die Metropole, relativ sicher sogar. Wir haben nicht die meisten Gebiete, das hat Balderus. Und wir haben nicht das meiste Prestige, aber das Prestige brauchen wir auch gerade nicht. So, das heißt, wir sind ganz gut dabei und... Genau, das heißt, ich werde jetzt hier... eine Waffenproduktion errichten. So, wir haben nämlich ganz gut, wir haben gar nicht so viel Barren und so über, aber das wird schon. So. Ich glaube, weil die schmelzen. Nee, warum ist die... Warum hat die Schmelze hier... Ah, weil das Eisen ist ausgegangen, oder? Nee, Eisen haben wir eigentlich haufenweise. Ich brauche jetzt dringend mal die Lagerhäuser-Upgrades, glaube ich, und dass das hier wieder rund läuft. Auch das kann man sich ja mit Prestige holen. So, und die anderen beiden machen wir vielleicht dann da an die Kaserne dran. Weil soll ich auf jeden Fall weiter forschen. Allmählich geht mir ein bisschen die Nahrung, wird knapp, die ich ja auch für meine Geistlichen brauche. Weil ich sie auch recht viel zum Buffen benutzt habe. Ich benutze sie auch weiterhin hier für die Kohle. Brauche ich das denn gerade oder habe ich noch gut Kohle vor? Ne, ich habe auch keine Kohle vor, ist schon richtig so. Weil die brauche ich jetzt auch für meine Münzen hier. Wir müssen einfach mehr Nahrung produzieren. Aber erstmal müssen diese Gebäude hier fertig gebaut werden. Und dann können wir anfangen, hier oder ich kann schon mal hier in diesem Gebiet dafür das Stein anfangen abzubauen. Und hier kann ich auch Nahrung holen. Hier ist tatsächlich, kann ein Jäger ausziehen. Und ein Metzger das verarbeiten. So. Und dann haben wir jetzt hier eine Waffenschmiede. Es fehlt uns an Kohle. Ein bisschen, was doof ist. Und wir brauchen mehr Verpflegung tatsächlich. Das ist gerade, glaube ich, der Bottleneck, den wir haben. Und man sieht, es gibt jetzt schon einiges zu balancieren. Ich muss die Waffenproduktion, die Goldproduktion muss anlaufen. Und gleichzeitig darf ich die Forschung nicht vernachlässigen und weiter auch solche Upgrades hier. Jetzt zum Beispiel Lagerhausausbau ist sehr, sehr wichtig. Das mache ich jetzt hier
vor allem in diese Richtung, dass da mehr Träger in alle Richtungen laufen. Also die Lagerhäuser sind im Grunde wie die Flaggen aus Siedler 2. Die baust du halt, damit mehr Träger rumlaufen. Weil offensichtlich habe ich hier nicht genug. So. Vielleicht kann da sogar noch irgendwas hin. Eigentlich sind die ganz okay aufgestellt hier. Die sind noch nicht aufgerüstet, das heißt, die haben zu wenige Träger. Macht einfach mal erstmal mehr Träger hier. Überall. So. Und dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Stein gleich und mehr Nahrung und brauchen dann jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen Brot im Grunde. Und dafür würde ich vielleicht mal anfangen, auch hier wieder diesen Wald einfach freizulegen, der einfach weggeforstet wird. Das kann man auch noch freischalten, dass man das ohne Gebäude machen kann. Ich habe jetzt meinen Prestige anderweitig investiert. Das heißt, wir machen es jetzt erstmal so. Und so, jetzt werden hoffentlich dann bald auch mal Waffen produziert. Booste das auch gleich mal einfach noch, dass wir noch mehr Waffen produzieren. Dann wird das hier auch aufgerüstet. Werkzeuge haben wir jetzt inzwischen ja genug. Ich kann eigentlich auch die mal auf tätig schalten. Wir sehen ja, wenn wir da oben keine mehr. So, wie sieht's mit den Siegpunkten aus? Metropole, Balderus holt auf. Welle der Weisheit sind wir ziemlich vorne dabei. Wir müssen jetzt blöderweise mal hier auf untätig schalten, diese Fischer, weil die Fischgründe hier fast erschöpft sind. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Aber ich sollte jetzt einfach mal ein bisschen hier mehr unsere Farmen nutzen. Wir haben ja doppelt so schnelle Bauern und Müller. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal hier zählt ja dann quasi für zwei sogar. Fange an mit der Brotproduktion. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Oh, na gut, jetzt kriege ich hier keinen Bäcker hin. Also keine zwei. Jetzt warte mal, dann tue ich die woanders hin. So. Machen wir hier einen Brunnen. Das Lagerhaus. Da dann zwei Bäcker, wenn ich sie irgendwie hinkriege. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Doch, da. Und dann machen wir halt hier die Holzfäller hin, die das hier alles wegbauen. Die werden ja eh nochmal abgesetzt. Die sind jetzt nur dazu da, um hier Talschlag zu machen. So, das hier wird jetzt hier errichtet für mehr Nahrungsproduktion. Waffen rollen auch rein und Münzen auch. Gut. Auch wenn die Münzprägerei aus irgendeinem Grund trotz zweier Goldbergwerke, die reicht einfach die Kohle, glaube ich, nicht. Weil wir auch da Verpflegung brauchen, die ewig nicht angeliefert wird, anscheinend. Mal schauen, ob das jetzt was bringt, wenn wir die ganzen Lagerhäuser hier aufrüsten. Können wir mal diese untätig schalten und fangen an, Truppen zu rekrutieren. So, damit wir auch wieder Gebiete erobern können. Haben wir keine Steine mehr? Stimmt, Steine werden knapp. Das ist auch suboptimal. Wir haben hier einen Geologen im Einsatz, der produziert Steine. Wir können dann da oben werden jetzt welche gehauen. Das ist ja gut. Das
nächstes holen wir uns halt das hier auch noch. Und dann tun wir die hier Geologen rumschalten. Oder gibt es hier noch was relevant? Hier ist noch. Hier ist ein Fischgebiet. Da sollte ich eigentlich erstmal hin. Weil ich gerade wirklich Nahrungsengpässe habe. Sobald hier diese Soldaten rekrutiert wurden, holen wir uns das Fischgebiet. Und dann ist es auch noch relevant, es gibt auch noch Siegpunkte, spezielle Gebäude. Der Alchemist zum Beispiel kannst du auch auf drei Weisen angehen, mit Händlern, mit Soldaten oder mit einem rausgefallenen Handy aus der Hosentasche. Oder mit Geistlichen. Und dann kriegst du einen Siegpunkt oder du kriegst einen Wirbelsturm, der deine Feinde schwächt, oder du kriegst eine Technologie. In dem Fall, dass du keine Werkzeuge mehr brauchst. Und das, da gibt es mehrere dieser Gebäude. Es gibt auch noch den Hexenturm, der hat andere Effekte. Und es gibt hier noch die Kathedrale, an die ich aber nicht wirklich rankomme, weil sie zwischen meinen beiden Feinden ist. Das, die beiden, rechts und links, könnte ich kriegen. Wie sieht es eigentlich mit unserem Holz aus? Oh, ist auch tatsächlich ein bisschen knapp allmählich. Obwohl wir hier ganz gut eigentlich am Start sind. Aber jetzt kommt ja hier noch eine neue Produktion, die hier auch ein bisschen Kahlschlag macht. Wir haben hier eine Getreidescheune, die gut produziert. Wir haben eine Mühle. So, ich weiß nicht, hier Problem. Ich glaube, ich mache hier einfach noch ein zweites hin. Passt nicht. Passt nicht. Aber umso mehr, wir machen jetzt einfach mal hier auf keine Verpflegung. Wir machen hier einen Geologen. Wir verbrauchen zu viel Nahrung. Wir haben zu wenig Stein. Und mit diesen Truppen, die wir jetzt hier gleich haben, holen wir uns noch dieses Gebiet, das Fisch und mehr Kohle hat. Das scheint jetzt genau, was wir gerade gebrauchen können. So, und dann läuft jetzt hier hoffentlich die Brotproduktion ganz gut an. Und bringt uns die benötigten Nahrungsmittel. Hier könnte das Haus hin. So, jetzt läuft das hier auch runter. Also eigentlich haben wir genug Gold, dass diese Münzprägerei... Wir haben nicht die Kohle, das ist das Problem, genau. Oh, Balderus hat 20 Soldaten. Das kriegst du dann, erst dann kriegst du den Feldmarschall. Da sind wir gerade sehr hinten dran. Da müssen wir vorsichtig sein, dass der uns nicht blöd kommt. Weil unsere Armee ist erbärmlich im Vergleich. So. Auch ich brauche dringend die Fischereiforschung. Das ist die nächste, die ich mir hole. Weil meine Nahrungsproduktion gerade ist, sehr, sehr traurig. Noch mal ein bisschen. Ich kann ja hier vielleicht noch ein bisschen was machen. Wobei, ich muss gucken. Ich muss dieses Gebiet auch noch benutzen für andere Produktionen an Landwirtschaft. Hier ist auch noch ein bisschen was frei. Da machen wir doch vielleicht einfach hier noch. Auch noch eine Kette an. An Bäcker und sowas hin. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Da keinen Platz für zwei Bäckereien. Sonst nicht mehr. Das ist blöd. Gedacht, das kriege ich hin. Bisschen Platz brauche ich ja auch noch für die Felder. Ich könnte es probieren. Wenn ich hier die beiden Bäckereien hinbaue, wir schauen einfach mal, ob er dann noch genug hier und hier findet, wo er anbauen kann. Und vielleicht kann der Holzfäller auch mal das hier noch ein bisschen wegnehmen. Schauen einfach mal, ob es klappt. Jetzt fängt er auch an mit fortgeschrittenen Technologien. Das ist blöd. Er holt sich jetzt die hier, die auch wirklich gut ist, mehr Fernkampfeinheiten schaden. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Die hätte ich eigentlich auch gerne.
Aber gerade habe ich nicht die Nahrung, um sie ihm streitig zu machen. Und meine Produktion hier ist tatsächlich auch gerade sehr lang. So, aber wir haben immerhin diesen Sektor hier. Können den jetzt auch auf die klassische Art erschließen mit Bauhütte und Lagerhäusern. So. Genau, tun jetzt auch hier ein bisschen diese Lagerhäuser vielleicht mal noch upgraden. Wir sind. Das ist auch durchaus, die sind wichtig für diese Produktionsketten hier, gerade wenn wir jetzt hier noch Brot anbauen. Und dann genau, jetzt haben wir zwei Brotketten im Laufen. Nicht so gut, wie ich gerne hätte. Hier ist eigentlich ist nicht nur fruchtbares Land anscheinend. Schauen, ob es noch hochkommt. Ansonsten hacken wir hier Holz, um Land freizulegen. Dann sollten wir jetzt auch dieses Gebiet uns zu eigen machen. Hier ist es natürlich, das ist natürlich hier super, weil wir hier Fischer hinsetzen können. Auch nochmal einen Holzfäller, der nicht. Fischer näher am Fluss. Und der Holzfäller, das hier halt bei. So, er erforscht schon wieder was. Was holt er sich als nächstes gerade? Irgendwer erforscht doch gerade was. Da Geistliche rumrennen. Ich will das hier. Ich will die Fischgründe. Das ist mir sehr wichtig. Fang schon mal an, die Geistlichen dafür an den Start zu bringen. Weil ich habe hier drei reiche Fischgründe, die mir einen stetigen Fluss an Nahrung bringen. Und genau, hier muss ich tatsächlich blöderweise mal deaktivieren. Weil das Problem. Bergwerk. Ihr habt muss auf Geologe ausgestellt werden. Gut, jetzt haben wir haufenweise Waffen. Die brauchen wir gerade gar nicht mehr. Weil das Gold überhaupt nicht mithält mit unserer Waffenproduktion. Aber trotzdem sollten wir das direkt in Soldaten stecken. Weil wir sehen, Balderus, ne, eiert hier mit inzwischen 23 Leuten rum. Und Drakorian hat zwar weniger, aber hat sie sehr aufgewertet mit der Forschung. Während wir haben die ganzen Wirtschaftsforschungen gekriegt, er hat die militärischen geholt. Das heißt, wenn wir gleich viele Soldaten haben wie er, wird er immer gewinnen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir sollten jetzt auch mal allmählich anfangen, hier ein bisschen unser neues Ackerland zu benutzen. Und zwar einmal für Schweinezucht. So. Wir können sogar zwei Metzger bauen. Aber wir müssen auch Wohnhäuser bauen, fällt mir gerade auf. Links wird es ja angezeigt. Und noch ein Lagerhaus. Und der Brunnen, geht der hier noch hin? Ja, gerade so. Und dann Wohnhäuser. Er erforscht immer bessere Mauern und so. Also er geht richtig auf Militär. Das heißt, der wird richtig fies zu knacken auf dem militärischen Wege.
Wie sieht es denn mit seiner? Er hat jetzt auch die Kathedrale Stufe 2. Das heißt, wir sollten sie allmählich sogar auf Stufe 3 aufrüsten. Und wir haben eine Belohnung. Ist da irgendwas Relevantes dabei, was wir gerade brauchen können? Wie viel Stein haben wir? Ein war jetzt die ganze Zeit immer so ein bisschen... Gerade geht's. Dann lieber ein bisschen Nahrung. So. Und hier vielleicht noch eine ausgiebige Brotproduktion. So, kriegen wir da unter. Kriegt da keine zwei Windmühlen hin. Keine ausgiebige Brotproduktion. Das wird nur eine Brotproduktion, keine ausgiebige Brotproduktion. Aber eigentlich sollte ich diesen Wald hier auch noch... Das tun wir auch. Nein. Und hier auch noch Lagerhäuser. Oh, er hat jetzt mehr Technologien als wir. Das ist natürlich gemein. Aber die holen wir uns gleich wieder. Brauchen nur noch einen Bruder und dann können wir, ja, können wir uns die Fischgründe holen, die uns jetzt auch sehr viel bringen werden. Was ganz cool ist, wir haben ihn ein bisschen von manchen Wirtschaftstechnologien ein bisschen abgeschnitten. Weil man kann nur über diese Pfade gehen. Er kann immer noch sehr viel Militär holen und wir sollten uns vielleicht auch zum Beispiel die hier mal holen noch. Mehr Schaden für Pikeniere und Reiter, damit er nicht irgendwie alles hat. Und wir sollten vielleicht auch mal anfangen, hier unser Gebiet zu befestigen, falls er ankommen sollte. Ich habe tatsächlich gerade mehr Angst vor Drakorian als Baldurus, obwohl Baldurus mehr Leute hat. Weil Drakorian die so aufrüstet. Sehr gefährlich. Trotzdem, wir sollten jetzt mal unser Gebiet hier abschließen. Nein. So, jetzt kriegen wir eine sehr wertvolle Nahrungstechnologie, die unsere Fischer schneller arbeiten lässt und die Fischgründe sich schneller erholen lässt. Das ist sehr, sehr nützlich. Dann hier noch die hier alle aufrüsten. Und tatsächlich hier noch diese Brotproduktion, von der wir geredet haben. Ein bisschen knapp. Könnte aber funktionieren. Wenn wir den Wald halt noch ein bisschen freilegen. Lagerhaus kann dann gerne mal aufgerüstet werden. Ich glaube, da sollten wir fast einfach noch eins bauen. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Gebäudeausbau fertiggestellt. Was kriegen wir hier? Zwei Bäcker hin? War doch was gerade. Ja. So, und dann brauchen wir weitere Wohnhäuser. Und wir haben das Gebiet. Sehr gut. Auch ganz gut dabei, das hier uns zu erschließen. Wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen hier die... So, jetzt haben wir das immerhin die Fischgründe. Jetzt können wir wieder... Gut, hier immer noch nicht. Dürfte sich jetzt aber schneller erholen. Dann können wir deutlich mehr Nahrung über Fisch
bekommen. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Wir rüsten ja auch unsere Brotproduktion immer weiter auf. Brauchen weiterhin mehr Wohnhäuser. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertig. Und dann wollten wir uns die Kohle hier schnappen. So. Wie sieht's aus? Was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist, in der Forschung noch weiter voranzukommen. Und ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Und auf jeden Fall die Münzproduktion nochmal weiter anzukurbeln. Die läuft halt gerade unglaublich lahm. Gebt denen mal bessere Verpflegung. Ich wollte hier auch nochmal die Lagerhäuser am besten nochmal aufrüsten, alle. Das gerade und auch diese Bauhütte hier. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Wir haben haufenweise Waffen, aber kein Gold. Wir können deswegen nicht gut Soldaten rekrutieren. So, es gibt noch andere Wege, Gold zu bekommen. Wir können ein bisschen Bier verkaufen in der Taverne. Und wir haben so viel Bier, dass wir das auch einfach mal ein bisschen machen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Da gibt es auch eine Technologie für. Aber die ist jetzt nicht so stark. Ich hätte gerne noch die hier. Das Wohnhaus-Arbeitsgebäude auch doppelt so schnell arbeiten. Weil wir haben jetzt die meisten für die Rohproduktion. Derweil sollten wir auch dieses Gebäude, dieses Gebiet noch erschließen. So, und auch das noch befestigen tatsächlich. Weil das sind die Gebiete, wo der Feind kommen wird. Und man kann erst steinerne Befestigungen und dann noch freischalten mit Prestige. Also erst hölzerne und dann steinerne. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Jetzt kriegen wir ganz gut Gold für unser Bier. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Sollten aber allmählich uns jetzt mal darum kümmern. Bisschen Prestige hier noch. Unsere Armee aufzurüsten. Kasernenausbau. Weil Dracorian hat zwar nicht viele, aber aufgerüstete. Und Balderus hat 30 Leute. Ich sehe nicht, was das ist. Aber ich will es auch gar nicht unbedingt wissen. Das heißt, wir sollten mal auf Reiter gehen. Gebe das hier schon mal in Auftrag. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und ich weiß nicht ganz, warum diese Bäckerei so wenig Produktivität hat, weil wir haben genug Weizen, die arbeitet bei 100%, arbeitet ja auch eigentlich durch unsere Technologie schneller, doppelt so schnell, genau. Die Mühle ist auch ganz gut dabei, ich weiß nicht, Bäckereien nicht das tun, was sie sollen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die Getreidescheunen haben eigentlich den Platz, den sie brauchen. Das ist schon meisterlich kalkuliert. Dann machen wir jetzt hier mal Pferdezucht für Kavallerie. So, eine Pferdezucht braucht zweimal Getreide. Ne, dreimal sogar. Die machen doppelt so schnell, unser Pferdezucht ist auch schneller. Das müsste sich dann irgendwie schon hinkommen. So, und dann hier noch ein paar weitere Wohnhäuser errichten. Wo es halt geht. So. Und diese Kohle jetzt auch mal.
erschließen. Und die Lagerhäuser alle weiter aufrüsten. Merkt, es gerät alles etwas ins Stocken jetzt und wir brauchen die voll ausgebauten Lagerhäuser. So, auch gucken, dass wir nicht unser ganzes Bier verkaufen. Jetzt bitte nicht mehr erstmal. Dafür können wir jetzt mal eine Werkzeugmacherei wieder anschmeißen. Und die Waffenschmiede ausschalten. Wir haben gerade genug Waffen. So, Balderus ist am Marschieren. Das ist bedenklich. Der holt sich jetzt da oben das und dann kann er uns angreifen. Wir müssen also hier dringend upgraden und mehr Truppen holen. Und auch noch, wir können da Geistliche stationieren, die unsere Truppen verbessern. Vielleicht auch mal ein bisschen Prestige noch raushauen für die für die steinernen Befestigungen. Oh, geht noch gar nicht, weil ich noch nicht den Wohnhausausbau habe. Sollte ich mir aber auch direkt mal holen. Merkt, es wird eng mit den Wohnhäusern. Ich rüste auch direkt mal ein paar auf. Weil ich baue ja gerade neu. Warte, hier so zwei können wir vielleicht aufrüsten. So, die Befestigung hier sollte wirklich Priorität haben, Leute. Gute ist, er muss hier schon noch ein bisschen kämpfen und er wird Leute verlieren gegen diesen Turm und gegen diese Leute. Trotzdem wir gerade auch keine Leute haben. Häuser werden ja zum Glück gleich gebaut. Können wir auch gerade keine. Ja, wir haben immerhin die Befestigungen. Sehr gut. Wir haben einen Trostpreis, weil wir gerade die wenigsten Siegpunkte haben. Das ist etwas traurig. Nahrung, alle gut gebrauchen. Sie machen es auch hier nicht so richtig mit den Truppen, die sie rekrutieren sollten. Ja gut, können sie ja nicht, genau, weil die Wohnhäuser erst ausgebaut werden müssen. Das wird jetzt bedenklich, wenn der hier ankommt. Okay, er verliert wirklich gerade gut Leute. Er ist jetzt auf 21 runter. Ich noch ein bisschen was rekrutiere und ich habe ja auch jetzt eine Befestigung. Aber ich sollte auch dringend. Seinen Feldmarschall hat er jetzt verloren, weil er hat gerade einen Siegpunkt verloren, weil er unter 20 gefallen ist, über 20 Mann. Gerade stockt hier alles, das ist nicht gut. Und nicht, warum die Bäckerei überhaupt nicht produziert. Musst du doch Wasser kriegen von dem Brunnen. Das Lagerhaus ist ja auch direkt daneben. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt gerade nicht. Also warum gerade irgendwie gar nichts vorangeht. Obwohl ich überall, also klar, ich habe gerade keine Leute, aber ich habe ja auch mehrere Wohnhäuser und alles in Auftrag gegeben. Okay, jetzt direkt. So. Gut, das ist jetzt suboptimal. Er hat hier 18 Mann, ich habe 12 plus Befestigung. Wird spannend. Wäre jetzt toll, wenn Drakorian das nutzen würde, um ihn anzugreifen, ne? Ich sag's ja nur. Wenn das jetzt passieren würde, das wäre schon gut. Das wäre schon
Schon, ja, toller Tipp. Der Ausbau von Wohnhäusern bringt Wohnraum. Wer hätte es gedacht? Ist doch schon alles im Auftrag. Ey, beeilt euch, Leute, bitte. So, hier auch mal noch ein bisschen Lagerhäuser aufrüsten vielleicht. Oh, das ist noch gar nicht auf. Das ist ein Opa. Baldarus hat jetzt einen Sektor besetzt, der einen Siegpunkt bringt. Den da. Er hat es dafür zum Glück, er hat jetzt 18 Mann, ich habe hier 12 und eine Befestigung. Ich hoffe, es geht jetzt mal ein bisschen hier schneller mit den Wohnhäusern. Weil das ist gerade echt, da habe ich ein bisschen gepennt. Auch gerade so viel Zeug ist noch nicht in Auftrag, dass gut, also er traut sich gerade noch nicht den Angriff, aber er rüstet eindeutig darauf hin. Gut, ich weiß nicht, warum die das Wasser hier über die halbe Karte bringen und dafür die nicht versorgen. Na gut, weil ich muss hier noch einen Brunnen bauen. Richtig, Gebäudeausbau fertig, sehr gut. Jetzt haben wir Wohnhäuser. Wir haben einen Pater, den wir hier postieren können. Auch da wieder zeigt sich die unterschiedlichen Vernetzungen der Spielmechaniken, die ich cool finde. Du kannst Geistige in deinen Gebieten positionieren, damit sie deine Truppen buffen. Er kommt jetzt auch. Mit 19 Mann. Ui. Der Pater ist auf dem Weg. Wir haben eine Befestigung. Können leider immer noch keine Truppen rekrutieren. Weil wir immer noch nicht genug Leute haben. Oh, er hat mehrere Reiter. Das wird er gewinnen, tatsächlich. Ah, schwierig. Schwierig. Lasst uns schon mal hier befestigen. Also wir nehmen ihm hier ein bisschen was weg. Und wir haben eben gleich noch unseren Priester. Wir kriegen keine weiteren Truppen mehr hier rein. Ihr Gebäude wurde Weil diese Reiter sind deutlich stärker. Gut, also jetzt kommen allmählich Truppen. Die Wohnhäuser-Situation ist immer noch, da habe ich richtig irgendwie zu aggressiv expandiert. Wir müssen wirklich noch mehr von denen ausbauen. Das wird schon ausgebaut. Auch alle. Okay, ist schon alles. Okay, könnte sogar klappen. Die Befestigungen nehmen ihm ganz gut was weg hier. Die Reiter sind stärker. Wir haben aber den Priester-Buff und wir kriegen noch ein bisschen an Verstärkung. Vielleicht. Kann nicht einschätzen, wie stark der Priester-Buff ist versus... Das Gute ist, nur die Musketenschützen können den Turm angreifen und die werden gerade dezimiert. Vielleicht, es könnte sogar sein, dass der Turm die jetzt weghaut und dann kann er die Befestigung nicht attackieren. Das wird ganz knapp. Weil der Turm wird auch schwächer, je weniger Lebenspunkte er hat. Man beachte die spektakulären Effekte. Ne? Das ist ganz, ganz knallhart. Immer wichtiger Fokus im Aufbauspiel. Aber ich glaube, wir schaffen es. Unser Turm macht den letzten Musketier weg und dann kann er nicht mehr angreifen. Oder? Das ist jetzt ein episches Duell. Wer stirbt zuerst? Der Turm oder diese Pappnase hier? Komm, Angriff abgeblasen. Ah, ein glorreicher Sieg für die Rechtschaffenheit, Baldarus. Da hast du dich ordentlich verrannt. Jetzt bitte hoffentlich schnell aufrüsten. Jetzt bitte baut doch mal diese Wohnhäuser aus. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt. Und ich habe das meiste Gold, immerhin. Jetzt sind wir gleich auf mit den Siegpunkten. Befestigungsausbau beendet. Ihr seht, es sind haufenweise
Ausbauten im Gang. Viel zu viele eigentlich. Ich habe mich da ein bisschen gehen lassen, sagen wir mal. Das muss jetzt aber einfach mal passieren. Ich beschleunige jetzt mal ein bisschen, bis da ein bisschen was passiert ist, weil jetzt gerade geht ja gar nichts voran. Wir haben erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, gut, ich habe auch irgendwie, wie habe ich denn so krass überexpandiert, wie viel ich an, also ich baue die immer aus und es wird sofort gefüllt, weil alles benötigt wird gleich. Da habe ich ja wirklich mich mega weit aus dem Fenster gelehnt. So, derweil, aber man kann jetzt auch, glaube ich, mal die Fischer wieder anschmeißen, oder? Ja, doch. Legt mal ein bisschen los. Jetzt muss ich die hier dafür deaktivieren? Schon so? Nee, die können noch. Und wie sieht es da drüben aus? Na? Wieder ein bisschen zumindest. Ich würde gerne nämlich auch mal ein bisschen was forschen wieder. Ich habe ja keinen Raum. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich. So, wir haben unser Hauptgebäude zumindest auch mit Mauern verteidigt. Drakorian zieht uns leider gerade voll in der Forschung davon, während wir uns hier auf Baldoros konzentrieren mussten. Das auch wieder ist eben eine Kniffligkeit, wenn du Gegner mit unterschiedlichen Angriffslinien quasi hast. Drakorian ist auch militärisch stark, aber gerade ist er vor allem auch in der Forschung weit voraus. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude. Gut, jetzt können wir endlich mal die Wohnhausgeschichte. Passt auf, ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Gut, wir haben natürlich unseren Geldsiegpunkt direkt verloren, als wir Soldaten rekrutiert haben. Das will ich jetzt auch eigentlich gerade gar nicht mehr. Aber jetzt können wir schon Reiter rekrutieren. Da sind unsere Waffen auch viel besser aufgehoben. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. So. Warum diese Bäckereien hier? Weil die Scheune und die Mühle sind auf 100%. Der Brunnen ist hier, das Lagerhaus ist da, ist ausgebaut. Habe ich die irgendwie auf Verpflegung gesetzt? Nee. Kann ich mir echt nicht erklären. Ich meine, wir haben ja jetzt gut Nahrung. Also ist Weltuntergang oder so. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, Ausbau passiert jetzt immerhin. Nochmal ein bisschen. Haben wir noch genug Ausbau? Nochmal die Wohnhäuser vor. Dann. Gut, da habe ich mich jetzt total verrannt. Das ist auch gerade für euch natürlich etwas langweilig zum Zuschauen. Das tut mir leid. So. Hier ist immerhin jetzt auch Platz frei geworden. Und dann, jetzt können wir auch hier nochmal mehr Prestige. Wie viel Stein habe ich gerade? Nicht viel, okay. Auch deutlich mehr. Steine der Befestigungen angeht, meine ich. Hier sind aber doch welche im Bau, ne? Ja, wir befestigen auf jeden Fall unsere. Die ist schon befestigt. Wie viel hat denn. Baldoros geht jetzt woanders hin. Der holt sich jetzt hier noch Regionen. Und hat sogar eine zweite Armee. Aber er hat nur einen zweiten General. Drakorian hat 15 Mann. Muss man aber damit rechnen, dass die deutlich stärker sind. Jetzt auch mal wieder forschen. Was will ich forschen? Er hat jetzt hier echt viel erforscht. Ich hätte gern das hier noch. Pikeniere und Reiter besser, damit ich zumindest nicht komplett militärisch ausgebotet bin. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen. Jetzt können wir auch anfangen, Reiter zu rekrutieren. Wir haben Wohnhäuser. Jetzt können wir wieder loslegen. Gut. Jetzt werde ich hier eine Goldproduktion errichten.
Und zwar eine für Schmuck. Das braucht man auch noch für den... für den höchsten geistlichen Arter. Und hier ist noch ein Brunnen schon am gebaut werden. Kann ich hier auch noch ein Lagerhaus errichten für diese Produktion, für die Pferde? Ja. Dann hier Schmuck. So, wir haben jetzt sehr viel Nahrung, die wir benutzen können, um gewisse Produktionsketten zu buffen. So, wir können jetzt hier das hier mal wieder anwerfen, nachdem der Wald da oben durch ist. Wie sieht's mit Waffen aus? Wir sollten mal... Wir können hier eine Eisenschmelze untätig machen, aber die andere dafür auf dreifach buffen. Wir können eigentlich auch die hier und dann die hier wieder anwerfen. So. Und dann... Wobei, brauchen wir gerade Waffen? Nee, gar nicht so viel. Wir könnten aber mal anfangen, Räder zu produzieren für Kanonen. Das kriegen wir doch vielleicht jetzt hier noch hin, wenn, nachdem wir hier ein bisschen gerodet haben. Ja. Lagerhäuser hier weiter aufrüsten. Nee, die sind schon maximal. Sehr gut. Dann will ich jetzt diese Technologie. Wir da zumindest noch Dann will ich hier nochmal weiter Prestige. Weil, nee, der Stein weg. Ah, der, mir fehlt komplett Stein. Aha. Ah, verdammt, er hat den Bischofssitz. Das wollte ich auch noch. Das ist, wenn du zum ersten Mal... Das wollte ich gerade machen, wenn du deine Kathedrale aufrüstest auf die letzte Stufe. Damit hat er jetzt einen Siegpunkt, den man ihm auch nicht mehr wegnehmen kann. Ich weiß gerade nicht, wenn ich sein Hauptgebiet einnehme, ob es dann mir gehört. Aber erstmal ist es jetzt relativ lange seins. Ist heute Sonntag? Oh, die Fischgründe. Es gibt nichts für mich zu tun. Leer. Dann auch hier. Ein weiterer Siegpunkt. Aber ich bin dafür jetzt der Feldmarschall. Ich habe die meisten Truppen, mehr als Balderus. Sehr, sehr gut. So, jetzt ist auch allmählich so, läuft die Produktion, finde ich, hier ganz gut. Die Eisenschmelze, gut, die zweite ist halt noch nicht am Start. Aber wir waffen jetzt diesen Eisenmenschen hier mit... So, du kannst bitte auch hier wieder hingehen zum Holzhacken. Zieren an allen Fronten eigentlich ganz gut Ressourcen. Wir holen uns jetzt fortgeschrittene Technologien. Es gibt einen Technologie-Siegpunkt, da wird er vermutlich gerade drauf hinarbeiten. Da bin ich auch noch ein bisschen davon entfernt, den kriegen zu können. So, ich sollte... Ja, das habe ich schon ausgeschaltet. Was kann ich noch mehr holen, was ich gerne hätte hier? Mehr Wohnraum ist ganz gar nicht so blöd. Er holt sich jetzt noch Baumeister, doppelt arbeiten schneller. Das wäre auch noch cool gewesen. Da komme ich aber gar nicht hin. Da habe ich keinen Weg hin. Er hat jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Technologien gekriegt als ich. Aber ich habe jetzt immerhin hier meine besseren Nahkämpfer, um so ein bisschen... Das ist sehr, sehr wichtig gewesen jetzt. Weil Reiter sind sehr, sehr stark. Wenn meine Reiter besser sind als seine... Oh, halt, wir sind schon wieder am Wohnhaus-Cap. Macht das ein bisschen was wett von dem, was er so alles erforscht hat. Ich weiß nicht, was das Problem mit den Bäckereien ist. Habt
doch Brunnen bei den Lagerhäusern. Bestimmt könnt ihr mir das in den Kommentaren sagen. Bestimmt mache ich irgendwas unglaublich dumm, was die Bäckereien angeht. Was total offensichtlich ist. Bei den Brauereien funktioniert es doch auch. Ich verstehe es nicht. So, weitere Wohnhaus-Upgrades bitte. So. Frage ist, ob wir jetzt allmählich mal ein bisschen was kämpfen können hier. Akorian eiert hier halt mit einer recht starken Armee rum. Und Balderus ist hier in der Mitte. Mit nur 12 Mann. Wir könnten vielleicht auch mal uns das hier holen. Da sind 6 Reiter drin. Sobald wir noch ein paar mehr haben. Unsere sind ja jetzt stärker. Holen wir auch mal noch einen besseren General. Das gibt's nämlich auch noch. Und zwar hätte ich gerne einen, der gut im Nahkampf und gut bei Befestigungen ist. Weil Nahkampf habe ich gebufft und Befestigungen brauche ich einen guten General. So, es ist immer noch auch Stein ein Problem, aber wir bauen ja jetzt hier gerade Minen, die dann mit Geologen funktionieren. Jetzt auch eine. So. Was ist das hier? Kriege ich nicht. Häuft sich auch irgendwie. Habe ich nicht genug Mehl? Aber ich habe doch eigentlich Windmühle und so doppelt. Dann vielleicht auch einfach mal hier noch. Von diesem haben. Tafeler. Okay. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Ich produziere tatsächlich, ja, dann produziere ich tatsächlich nicht genügend Getreide. Was wird es dann wohl sein? Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, also wir haben 3 Siegpunkte, der Gegner hat auch 3. Wie schade. Nein! Nein! Balderus, du Schwein! Nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Gut, also, man sieht, es ist, es ist noch alles offen. Ich sollte jetzt auch mal ein bisschen anfangen, wirklich Stress zu machen bei den Gegnern. Das habe ich jetzt zu lange nicht getan. Ich habe jetzt auch einen besseren General. Ich schicke mal die Truppen von diesem General zu dem besseren. Weil der kann halt mehr. Dann ist, glaube ich, der Steinmetz hier auch schon wieder durch, ja. Ach, jetzt kommt direkt Balderus hier an. Dann wieder, gut, weil wir die Truppen versetzen. Aber dann tun wir halt einfach den General schnell hier hinschicken. Okay, der wittert direkt. Der will direkt hier Schwäche wittern. Dieser Sack. So, wie sieht es eigentlich mit unseren verschiedenen Ressourcen aus? Wir haben das meiste im Übermaß. Nur Stein nicht. Dann einfach jetzt mal noch hier eine Crew an Geologen, die einfach wirklich nur hier nur reingeht. Stein rauszuholen. So.
Hier können wir Baldurus leider schwer angreifen, ohne Kanonen. Sehr gut. Mit diesem Aber jetzt haben wir wieder den Feldmarschallpunkt. Würde halt hier gerne mal erobern, aber wir können tatsächlich da nicht hin, weil Baldurus immer sofort angeeiert kommt. Wir können aber hier hin und... Na, ja, auch da hat er Befestigung. Wir brauchen jetzt tatsächlich Kanonen. Ist noch irgendwas im Bau? Ja, viel zu viel. So, die Truppen sollen mal zu dem besseren General gehen. Bei dem da. Also wir haben jetzt eine sehr starke Feldarmee, aber der Feind hat sich überall schon eingegraben. Wir müssen ihn irgendwo angreifen, wo er das noch... Wenn wir hier zum Beispiel kommen würden, aber da müsste ich halt das hier holen. Drakorian hat hier eher noch schwache Befestigung. Ihn könnten wir hier rüber angreifen. Mal gucken, ob Baldurus jetzt, wenn Baldurus jetzt anfängt, eher bei Drakorian rüber Stress zu machen. Der hat auch schon Kanonen, der könnte da durchkommen. Die Armee hier ist schwach. Wenn die sich jetzt hier ein bisschen gegenseitig auf die Nase geben, könnten wir der lachende Dritte sein. So richtig schäbig. So, hier bitte mal auch ein Geologe. Wir brauchen Stein. Hier auch noch ein Geologe hin dazu. Ein bisschen unsere Minen mit mehr Stein zuballern. Jetzt gucken wir mal, was er jetzt hier macht. Ich meine, die ist auch nicht so stark jetzt, die Armee mit L. Jetzt können wir eigentlich mal losgehen. Also der hat hier da unten 11 Mann, bis die da hochkommen. Und vielleicht greift er auch lieber Drakorian an. Und wir können uns hier neue Gebiete holen. Und dann haben wir nämlich Zugriff hier drauf und können uns einen Siegpunkt holen. Wollte immer tatsächlich erstmal hier... Es gibt einen Technologie-Siegpunkt, den ich mir eigentlich holen sollte. Die anderen Technologien sind alle nicht mehr so wichtig. Ah, jetzt will er wieder angreifen. Wo kommt er denn jetzt? Er will jetzt hier angreifen mit dieser kleinen Armee. Dann schicke ich vielleicht auch mal eine kleine Armee dahin. Beziehungsweise... ein Gebäude ausgebaut. Wo ist mein zweiter General? Ach, den habe ich noch hinten eiern lassen. Geh mal dahin und du schickst ein paar Truppen rüber. Soll dann eigentlich reichen. Mit 5 Mann kommt. Ich meine, es sind Kanonen, die sind schon nicht schwach, aber wir haben ja noch den Pater-Buff und wir haben eine Befestigung. Die Befestigung ist noch nicht repariert. Ich dachte, das passiert automatisch, ehrlich gesagt. Echt das denn? Ach! Ah! Ach, bescheuert. Okay. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt tatsächlich doof. Verdammt. Jetzt verliere ich einen Sektor, weil ich einfach ein Depp war. Wahrscheinlich. Gebäude wurde ausgebaut. Das ist mega blöd. Alter, ist das doof. Weil ich nicht gecheckt habe, dass ich da draufklicken muss. Nein. Wie schade. Ihr musstet einen Siegpunkt haben. Also Truppen sind auf dem Weg. Habt ihr ja hingeschickt, ne? Kommen die noch? Oh Gott, nein. Ja, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie! Wir sind auch mehr? Schaffen wir das? Ah, nein, nein, nein! Wir sind doch zu 9! Leute! Nein! Ah, ist das dumm. Das ist dumm. Das ist unglaublich dumm. Und er hat sich den Technologiesiegpunkt gesnackt, Drakorian.
Leute, könnt ihr da nochmal hinkommen? Umdrehen. Schaffen wir das? Weil bekämpfen sie sich hier gegenseitig. Drakorian greift Balderus an und macht ihn platt. Ich hole hier was. Wir kämpfen hier. Weiß nicht, ob ich das schaffe tatsächlich. Die Kanonen sind stark. Jetzt habe ich auch den Pater-Buff nicht mehr. Auf den habe ich ja schon ziemlich gebaut. Weil noch zählt es als mein Gebiet. Noch ist da ein Pater drin. Und meine Nahkämpfer sind ja auch noch gebufft. Könnte klappen. Wenn wir die Kanonen kriegen. Oh, das wird eine knappe Kiste. Das wird eine knappe Kiste. Alter. Oh Gott. Meine Reiter, ihr schafft das. Ja, die schaffen das. Die schaffen das. Balderus, du Schwein. Das wirst du büßen. Ja. So, wie gefällt dir das? Deinen schwächlichen Soldaten. Jetzt kriegt er von allen Seiten auf die Nase, weil Drakorian hat ihm jetzt hier auch was abgenommen. So. Du Sack, ey. Und jetzt bitte dringend reparieren hier. Das war ja das Dümmste überhaupt. So, die Frage ist, Drakorian können wir hier leider noch nicht angreifen. Wir müssen ihm ein bisschen seine Siegpunkte wegnehmen. Was hat er denn? Quelle der Weisheit, Technologien kriegen wir nicht mehr. Sonnenkönig kann man kriegen. Ein Wunderkind auch nicht. Er hat 3 Siegpunkte schon, die man ihm nicht mehr nehmen kann. Das ist ein bisschen hart. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Das ist dreist. Okay. Also, wir müssen jetzt mal die Kaserne aufrüsten. Wir brauchen jetzt wirklich Kanonen, um den anzugreifen. Wir haben hier auch wirklich viel verloren, weil das ein starker Sektor war. Balderus ist erstmal keine Gefahr mehr, Drakorian aber schon. Das heißt, erstmal weiter hier wieder weiter auffrischen. Und dann auf Kanonen. Und auf jeden Fall die Kaserne aufrüsten. In der Zwischenzeit ist doch jetzt hoffentlich ein bisschen hier meine... Ja, jetzt ist nichts mehr groß an Bausachen abzuarbeiten. Ich rüste auch mal noch meine ganzen Bauhütten auf. Ich glaube, daran ist auch viel gescheitert. Gott, das wäre so dumm gewesen, diesen Sektor zu verlieren. Da hätte ich mich jetzt so aufgeregt, ey. Also. Ah. So richtiger Idioten-Move, ey. So, wie viel Geistliche habe ich? Ich habe gerade gar nicht mehr. Ja, ne? Ich muss jetzt dringend diese Armee wieder aufstocken. Aber die beiden Armeen sitzen jetzt gerade beide da unten. Das ist durchaus eine Chance, hier ein bisschen Stress zu machen. Ich muss jetzt nur schnell auf Kanonen kommen. Die Bauhütte ist ja auch schon aufgerüstet. Die Getreidescheune von... Jetzt müsste hoffentlich das mal hier klappen mit diesen Bäckereien. Wir haben die Befestigung repariert. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Und Drakorian kann immerhin jetzt nicht hier zu diesem Gebäude für diesen Siegpunkt. Das ist schon mal etwas. Er kann dafür hier hin. Er hat sich das jetzt hier geholt. Da arbeitet er wahrscheinlich auch gerade drauf hin. Wir müssen dem jetzt Stress machen. Der ist in Führung, der ist gefährlich. Welche Siegpunkte habe ich? Ich habe die Metropole, auch relativ sicher. Und ich habe den Sparfuchs auch relativ sicher. Weil der Sparfuchs ist gar nicht so toll. Das heißt, ich gebe mein Gold nicht aus. Wir sollten mal hier... Wie gesagt, die Kaserne muss jetzt wirklich mal ausgebaut werden, einfach. Und also ich würde es auch gerade sonst mal nichts in Auftrag geben, damit das schnell passiert.
Weil Waffen und so haben wir mehr als genug, glaube ich, ne? Und Pferde und Räder, das läuft alles. Wir können sogar nochmal wieder mehr Waffen produzieren, weil allmählich verbrauchen wir sie auch ganz, ganz gut. Pferdezucht hat kein... Moment, das sind zwei Pferdezuchten und... das war vielleicht mal auch mein Fehler. Ich habe zwei Pferdezuchten gemacht und wollten eigentlich zwei Getreide scheuen. Oh, sie bekämpfen sich wieder. Dracorian rückt weiter gegen Balderus vor. Interessant. Die reiben sich gerade richtig gegenseitig auf. Das können wir ausnutzen, glaube ich. Nur ein bisschen diese... Wir rekrutieren ja schon Reiter. So, jetzt bitte das hier ausbauen. Ihr seid alles Geologen. Ich will Stein, Stein, Stein. Noch eine Brotproduktion hier. Na komm, habe ich das noch hingepuzzelt hier? Doch. Zwei Getreidescheunen, dann hier ein Lagerhaus. Oh, hier, ich lasse die mal noch ein bisschen auf der anderen Seite auch noch pflanzen. Hier der Brunnen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und die beiden Bäckereien kommen dahin. Und das besser. Na, ist nicht hier noch? Hey, komm. Doch. Oder? Puzzle, Puzzle, Puzzle. Why? Doch, hier. So. Noch ein Geologe hier, bitte. Zugang zu einer neuen Technologie. Ja, Dracorian hat tatsächlich den Technologiewettstreit hat er gewonnen. Bin aber sehr froh, dass ich habe einige sehr wichtige grundlegende Wirtschaftstechnologien bekommen und ich habe immerhin meine Reiter verstärkt. Jetzt können wir auch ein bisschen Elite machen. Jetzt können wir Kanoniere. So. Ich will 10 Kanonen. Und dafür waffe ich die Radproduktion aufs Dreifache. Und wir können mal wieder die Werkzeuge stilllegen. Brauchen wir gerade nicht. Dann sollten wir auch mal ein bisschen... Das sollten wir direkt befestigen. Aber erstmal hier das übliche Bauhütte. Lagerhaus. 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 Gebäudeausbau fertiggestellt. So, und während der jetzt da unten rumeiert, will ich ihn jetzt angreifen. Aber dafür brauche ich viele Kanonen, weil er ist gut befestigt. Der Datenträger bufft all meine Truppen, das ist auch ganz gut. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Wo willst du wieder her, Balderus? Womit kommt er? Okay, er kommt mit ganz gut Leuten. Zieh du dich mal zurück und du gehst dahin. Ja, Balderus ist ein bisschen nervig gerade. Der wird ja von Dracorian total bedrängt. Ich brauche zwei Armeen jetzt tatsächlich. Ich muss hier eine haben, die stark genug ist, ihn aufzuhalten. Und die andere Armee wird... Jetzt kommt er auch. Kommen sie beide. Aber wo greift er an? Gebäudeausbau fertiggestellt. Eigentlich da, ne? Ja, genau, er will das. Okay. Ist ein bisschen doof. Gut, das ist noch vergleichsweise besser wegzugeben, weil ich es noch nicht ausgebaut habe groß. Das kann er sich jetzt gern mal holen. Ja,
Wir rüsten diese Armee weiter auf und danach wird halt die andere verstärkt. So, der kriegt einfach mal 10 Reiter. Jetzt sind wir auch der Feldmarschall. Greifen sie uns halt beide an, diese ehrlosen Halunken. Aber das wird hier nichts für Balderus. Das wird er, glaube ich, bereuen. Ich sollte mal auch noch Pater rekrutieren, die ich in meine Grenzgebiete setzen kann, um sie zu buffen. Das kann ich jetzt Drakorian gerade nicht streitig machen. Ich kann die nicht beide verteidigen. Aber das auch zum Glück harmlos. Er wird jetzt hier ganz gut Schaden anrichten mit seinen 3 Kanonen, aber den General kriegt er nicht. Er hat zu viele Reiter. Und der zweite General zieht jetzt schon mal hier hin. Und kriegt dann da Truppen rein, sobald... Mal gucken, das hier ist ein bisschen... Was ist denn Drakorians Armee? Okay. Moment. Damit kommst du mir an? Mit 3 Mann? Dachte... Erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Du kommst hier mit 3 Mann? Oh, Junge, dann werden meine 2 Reiter hier jetzt hier aber wirklich dir mal auf die Fresse geben, ey. So, und Balderus... Du hast den Turm gleich geschafft. Oder schaffst du ihn wieder nicht? Aber er schafft ihn wieder nicht. Doch, er hat noch Musketiere. Er schafft ihn. Okay, Drakorian holt sich dieses Gebiet. Kurz. Aber dann hole ich es mir gleich zurück. Schaut nur. Euer Außenposten wurde von eurem Rivalen besetzt. So, und jetzt, sobald er den Turm hier hat, kommt es zur Feldschlacht, wo ich ihn platt machen werde. Und hier jetzt auch. Das kann er eigentlich nicht gewinnen. Er hat sie auch gebufft. Die sind auch gebufft durch Technologie, aber meine halt auch. Schau, bin ich mir zu sicher? Also eigentlich müssten 3 Reiter... 2 Reiter müssten 3 Musketiere, ja... richtig niederwalzen, ja. Vor allem, weil der jetzt auch noch schon Verstärkung bekommt. Ja, da hast du dich übernommen, Junge. Da hast du dich übernommen. So... Wir haben eine Schlacht gewonnen. Wir holen uns jetzt dieses Gebiet. Und hier wirst du jetzt hier auch mal richtig auf die Nase bekommen. In deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken, wenn diese Kanonenbatterie feuert. Man muss sich das jetzt ein bisschen spektakulärer vorstellen, als es ist. Es ist halt ein altes Aufbaustrategiespiel. Die Effekte, ne, sind nicht der Hammer. Aber ich will, dass ihr vor Augen habt, wie hier Balderus' Truppen in einen spektakulären Kanonenhagel rennen. Also, es gibt doch bestimmt irgendeinen Film, wo, also, ne? Das will ich, dass ihr euch jetzt vorstellt. So, haben wir jetzt hier inzwischen 10 Kanoniere drin? Wenn ja, die Frage, ob wir dann einfach mal angreifen. Wir haben 10 Kanonen. Ich habe keine Ahnung, ob du mit 10 Kanonen... Nee, das ist ein sehr starker Sektor hier halt. Und Balderus ist auch gar nicht mein Hauptgegner. Ich will jetzt eigentlich Drakorian angreifen. Und zwar genau hier. So, nachdem die hier den geholt haben, geht der hier in die Defensive gegen Balderus. Balderus müssen wir nur verteidigen. Der hat halt hier sich ganz gut stark aufgebaut. Bei Drakorian will ich aber angreifen, weil der ist der Stärkere von den Siegpunkten her. Ich will auch nicht, dass er hier irgendwie was mitmachen kann. Kann er jetzt auch nicht mehr. Wir fangen direkt an. Jetzt kommt der wieder. Bist du denn bescheuert? Bitte hier wieder reparieren. So, ich hätte gern für die erste Armee auch noch einen Standartenträger. So. Jetzt hier bitte eine Bauhütte. Siegpunkt verloren. Ja, ich gebe halt gerade.
gerade recht viel aus. Weil der Krieg geht auf die Staatskasse, liebe Leute. Aber hier wird jetzt, so, kriegt er es noch rechtzeitig hin, dass hier, er hat halt auch nur Holz, ich habe auch nur Holzbefestigungen, aber meine Kanonen, ne gut, meine Kanonen sind gar nicht gebufft, ich habe immer einen General, der, boah, das dürften wir eigentlich hinkriegen, er hat auch keine Truppen mehr, da können wir ihm jetzt richtig was reingeben. So, hier haben wir eine Verteidigungsarmee, die stark genug ist für Balderus. Da sieht man es wieder. Er lässt den Angriff ab. So, wir sollten allmählich mal Geistliche rekrutieren für diesen Siegpunkt. 8-4-3. Ich setze hier noch einen Pater rein zur Verteidigung und gebe die Holz-Upgrades. Oh, hier kann ich auch. Oh, wunderbar, da ist Stein. Kostbares Stein. So, das müsste hier relativ easy gehen eigentlich, diesen normalen... Wobei, hat die auch verbessert. Das heißt, die machen auch... Ah, die machen Schaden tatsächlich. Die werden auch schwächer in ihrem Schaden, je mehr Schaden sie erleiden. Meine Salven machen ihnen auch ganz gut Schaden. Da werde ich jetzt ein bisschen was verlieren dann von meinen Kanonen, aber ich müsste es schaffen. Also seht, der haut mir ganz gut Sachen weg. Aber es müsste eigentlich ausreichen. Die Armee ist ziemlich stark. Die hat einen besseren General. Die hat einen Bannerträger. Ja. So, hier müssen wir uns ja nur Balderus vom Leibe halten. Und... dann jetzt mal hier noch ein bisschen ein paar weitere Upgrades. Für Bauhütten und Lagerhäuser. Dass diese Sektoren besser funktionieren. Ja, wir haben das gewonnen, oder? Ja. Marschieren wir hier ein und holen uns dieses Gebiet von ihm. Und... oh, da ist seine, ist da seine Kaserne drin? Oder ist das nochmal ein Gebiet da oben? Das könnten wir uns ja auch holen. Oder ist das das Gleiche? Jetzt ist es, glaube ich, das Gleiche, oder? Das wäre natürlich vernichtend für ihn. Sagen wir mal so. Wenn er auch nicht mehr gut Truppen rekrutieren könnte. So, als nächstes müssen wir ein bisschen unsere Nahrungsproduktion mal nochmal ankurbeln. Warum ist diese Metzgerei auch wieder so... oh, ist auch voll am Start und alles. Wir haben auch genug Fleisch. Das Gebäude wurde ausgebaut. So, jetzt haben wir ihm hier ein Gebiet weggenommen. Ich mal gucken, ob das das Gleiche ist. Das wäre echt hart. Kaserne bei ihm weg ist. Der hat ja gerade keine Armee mehr. Jawohl! Okay, das war ziemlich vernichtend für ihn. So, er hat auch... hat es eigentlich... gut, er hat noch tatsächlich... er hat noch ein bisschen Truppen. Balderus hat auch wieder Truppen, da müssen wir vorsichtig sein. Aber trotzdem, wunderschön. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, es fehlt uns tatsächlich an Nahrung. Mal hier noch eine extra Schweinezucht hin. Und Befestigungsausbau beendet. Fischer müssen leider gerade aufhören. Den da oben. Jetzt können die wieder. Zeig mir die Fische! Ah, noch nicht ganz. Wieder regenerieren. Auch noch. Dann vielleicht hier mal. Ein bisschen.
Ruf hier das noch rein. Ein weiterer Siegpunkt. Ich bin wieder der Spar. Ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Nicht ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Ich wisch gerade den Boden mit denen auf, ey. Das, ne, das ist hier kein guter Platz. Ich mach vielleicht lieber hier. So. So. Hier ist auch tatsächlich sein nächstes, also den können wir jetzt komplett verkrüppeln eigentlich. Warten wir, bis die Armee halt voll mit Truppen ist. Was ist da gerade der Hindernisgrund? Eigentlich hatte ich keine Kanoniere in Auftrag. Die hatte ich noch gar nicht. Ne? Dann füllen wir die mal wieder auf. Und als nächstes schicken wir hier Geistliche für einen Siegpunkt hin. 10, 5 und 3 brauchen wir dafür. Ne? Wir haben ja das Bier. Wir haben auch die Ringe. Wir können hier auch noch Geld scheffeln. Indem wir mal eine Handelsgilde bauen. Das ist noch der dritte große Weg, den ich bislang noch gar nicht ausgeschöpft habe. Und damit kann man Güter tauschen. Und das können wir auch mal noch demonstrieren. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Immer wieder den Sparfuchs und Drakorian ist immer noch in Führung. Ich muss dem irgendwas wegnehmen. Was kann ich ihm wegnehmen? Sonnenkönig kann ich ihm wegnehmen. Indem ich auf 11 Prestige hoch. Müsste doch gehen. Weil so wie es um seine Wirtschaft gerade bestellt ist nach diesem Angriff. Ja. Welche kann ich denn noch holen, die ich gerne hätte? Handelsgesellschaft, ja, 5 Handelsposten, da gehe ich jetzt gerade ein bisschen drauf. Ich kann noch Gebiete erobern. Der Sparfuchs, den kann ich mir wiederholen. Brauche ich 25 Münzen, da gehe ich jetzt gerade ja drauf. Indem ich diesen Händler hier baue. Oh, wir sollten mal wieder die Wohnhäuser upgraden, merke ich gerade. Jetzt wieder viele Geistliche und so rekrutieren. So. Als nächstes kann ich mir auch noch ein, zwei von diesen Sektoren hier holen. Also das ist... Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Ich habe ihn hier, glaube ich, ganz gut zurückgeworfen. Die sind hier auch, haben so ein bisschen so ein Schachmatt. Weil sie auch sich... Sie können hier beide nicht weg anscheinend. Weil sonst der andere kommt. Das ist mir natürlich, spielt mir sehr in die Hände. Er hat hier nur einen Typen. Okay, das soll mir recht sein.
Ich sollte auch hier dann mal noch zur Sicherheit. Üblichen Gebäude bauen. So, jetzt muss natürlich Wohnraum her und die Nahrung geht auch sehr zur Neige, weil ich diese Geistlichen rekrutiert habe, die sehr viel fressen und saufen. Erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, die Fischer mal wieder anzuwerfen. Zeit. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, Wohnhäuser werden jetzt wieder schneller ausgebaut. Das funktioniert alles ganz gut. Die Armee hier ist relativ stark. Gebt ihr dem hier doch nochmal, würde ich sagen. Damit werfen wir den aus dem Rennen. Wer ist eigentlich gerade Imperator? Das ist doch er, oder? Ah, Sektoren erobern. Den hole ich mir auch gleich, den Siegpunkt, wenn ich noch einen Sektor von Drakorian erobere. Ich habe noch nicht genügend Geistliche hierfür. Wird auch immer teurer, je mehr Siegpunkte ich habe. Mal gucken. Ja gut, ich habe gerade überhaupt nicht die Nahrung für diese ganzen Geistlichen. Genau, wir haben ja inzwischen schon gesehen, dass 10 Kanonen da hier kurz einen Prozess machen. Das ist auch tatsächlich ein bisschen jetzt eine Schwäche der KI, würde ich sagen. Ihr habt ja auch schon gemerkt, die spielt nicht schlecht, aber auch nicht immer super. Dass er jetzt hier bleibt, klar, Balderus, gefährlich und so, aber ich greife ihn ja aktiv an und Balderus eiert da nur rum. Es ist natürlich schwierig, weil Balderus würde angreifen, wenn er da weggeht wahrscheinlich, aber er hat auch nur 11 Mann, meine Armee ist viel stärker. Aber er kann sie auch nicht besiegen und er kann auch keine neuen Truppen rekrutieren, weil er keine, mal gucken, wo meine, weil er keine Kaserne mehr hat. Ich muss gerade mal schauen, wo meine fortgeschrittene Nahrung verbraucht wird. Das kann ich hier gar nicht sehen. Verpflegung, doch. Egal. Das wird schon alles. So. Jetzt müsste ich gleich Imperator sein. Und Balderus hat gerade nichts mehr, was er einfach erobern kann, um sich das zurückzuholen. Sehr schön. Es hat, finde ich, was von einem Brettspiel, dieses Spiel, mit diesen Sektoren und so. Also es ist kein RTS, es ist natürlich, es hat nicht diese Spannung einer aktiven Schlacht. Aber es ist trotzdem ziemlich strategisch, finde ich, wie du halt gerade mit mehreren Gegnern die Angriffswege, wie du sie besetzt und so. Es kann dann manchmal ein bisschen so ein Schachmattpunkt kommen. Also zum Beispiel hier jetzt, wo halt einfach zwei hocken. Ich kann seine Befestigung nicht angreifen, er kann meine Armee nicht angreifen. Deswegen, aber dafür komme ich halt hier jetzt durch. Und habe einen Gegner quasi rausgenommen. Ich gehe jetzt auch hier mal rein, weil ich den Wirbelsturm mal noch auslösen will. Hier. So, ich bin jetzt auch Imperator. Ja, wir haben jetzt 4 von 6 Siegpunkten. Mit ein paar mehr Münzen. Sind wir auch wieder Sparfuchs. Wir haben alle unsere Truppen rekrutiert, die wir gerade brauchen. Dann haben wir das jetzt gleich. Wenn ich dann hier noch diese Geistlichen alle reinschicke.
Wenn es dann immer mehr, die ich dafür brauche, wenn ich mehr Siegpunkte erobere, das mache ich eigentlich gerade ziemlich doof. 11, 5 und 4 jetzt. Sicherheit. Habe. So. Ich habe diesen Patern auch die dazu zählen, die schon stationiert sind. Egal. Kann nicht schaden, mehr Geistliche zu haben. Und ja, ich wollte ja nochmal kurz mit den Händlern. So, ein Hausierer. Gut, der braucht aber auch direkt. Aber ein paar habe ich. Genau, so ein paar simple Händler kann ich schon mit meinen Startgütern rekrutieren. Das ist nochmal ein ganz eigener Weg, den ich jetzt gar nicht gegangen bin. Da kannst du verschiedene Handelsposten erschließen, die dir dann neue Tauschgeschäfte ermöglichen, die immer besser werden. Da gibt es auch Prestige zu holen, da gibt es auch Siegpunkte zu holen. Das ist jetzt ein Weg, den ich nicht gegangen bin, weil ich das Technologiewettrennen mit Drakorian einfach wichtiger war. Aber man kann da ganz gut Geld scheffeln. So, jetzt hole ich mir hier noch den Alchemisten. Und wenn ich diese Truppen besiege, dann schickt er einen Wirbelsturm gegen meine Feinde, der im erfolgreichsten Gebiet eures Gegners Arbeitsgebäude zerstört und Bäume fällt. Finde ich auch eine coole Mechanik, dass diese Gebäude alle verschiedene Wege haben, dir zu Diensten zu sein. Du hast auch noch eben die bei der Hexe. Könnte ich mit Geistlichen, das kann ich sogar jetzt machen, könnte ich Soldaten auf den Feind hetzen, wenn ich da Geistliche reinschicke, um ihre Soldaten gesund zu pflegen, quasi. Und das finde ich auch, wie gesagt, ich finde das Spiel hat einfach viele coole strategische Mechaniken, viele Wege, die du gehen kannst. Auch ich habe es jetzt alles nicht ganz so optimal gemacht, ne? Bisschen vergessen, die Wohnhäuser auszubauen und so. Aber ich mag es einfach sehr gerne und es hat auch, finde ich, einfach sehr. Es hat, finde ich, auch sehr viel Aufbauscharme, wenn man sich mal so anguckt, wie dann so ein ausgebautes Königreich, wie es wuselt und geschäftig ist. Sturm auf Drakorian. Das müsste in dieses Gebiet hier gehen, oder? Das ist doch sicher sein erfolgreichstes. Ja, jetzt werden hier Bäume gefällt, dass er weniger Holz haben kann. Und ein bisschen auch Gebäude zerstört, aber nicht sehr viel. Man merkt natürlich, das Spiel ist halt, also spektakulär ist es halt nicht mehr heutzutage. Aber ich finde die Mechanik schon cool. Haben wir jetzt seine Brauerei hier abgefackelt? Das fände ich cool. Da war jetzt ein bisschen unspektakulär. Geb ich zu. Holen wir jetzt einfach hier den Siegpunkt. Komm. Und dann noch erwirtschaften wir uns den Sparfuchs und zeige ich nochmal kurz die Händlermechanik, indem wir hier ein paar Ringe verkaufen und unsere Kaufleute verschachern die. Und ich mag das Bild von dem Kaufmann hier, der beste Kaufmann, ist ertränkt in Münzen. Jetzt haben wir dann gleich die 6 Siegpunkte, die wir brauchen. Baldurus hat den Sparfuchs, du wagst es? Den wollte ich mir jetzt gerade holen, um zu gewinnen. Dann kommst du an. Ist doch wirklich wieder. Immer wenn ich sowas sage, ne? Aber meine Händler, die werden das jetzt schon. Gold, Leute. Gold wird alle Probleme lösen, sage ich euch. Gold wird einfach alle Probleme lösen. So, und ja, wie gesagt, ich wollte eben nochmal sagen, ihr habt gemerkt, ich habe jetzt auch nicht perfekt gespielt. Ich habe es tatsächlich eine Weile nicht mehr gespielt gehabt, das Spiel, aber es war einfach zu perfekt für diesen Henno-Gastauftritt. Muss ich natürlich einen Siedler spielen, das er nicht mag und das ich mag. Und Siedler 5 finden wir beide doof, das ist langweilig, da sind wir uns einig, das ist nicht cool. Er fand das ja auch nicht irgendwie das Schlechteste ever, aber er fand es halt eher so mittelmäßig. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich finde, wenn man davon absieht, dass es keinen RTS-Part hat, was mich eben viel weniger stört, weil es Siedler 2 das auch nicht gab. Es fühlt sich sehr an wie so ein modernes Siedler 2 mit freiem Bauen, aber und mit mehr Optionen. Ich finde einfach als Aufbaustrategiespiel auch für sich genommen, hat es wirklich es schafft einfach schöne Partien, die auf jetzt so eben diesen 2 Stunden oder sowas eine schöne Mischung aus
schönem Aufbauflair, entspanntem Aufbauflair, Aufbautüfteln auch, verschiedene Produktionsketten, Wuselei. Ne? Ihr seht, man kann auch einiges falsch machen. Nur deswegen habe ich das gemacht, natürlich, mit den Wohnhäusern. Und gleichzeitig einigen strategischen Wegen, die du gehen kannst. Wenn du merkst, okay, hier komme ich nicht durch, da hat er sich aufgebaut, dann hole ich halt hier mit Geistlichen mir den Siegpunkt, ganz ohne Militär. Habe jetzt auch den Sparfuchs, ne? hab Gold gescheffelt, und hab jetzt über verschiedenste Wege, ne, bisschen Militär hier ihn platt gemacht und so. Man muss auch eben nicht alle platt machen, was, ja, finde ich oft ein bisschen dann so langweilig. Jetzt hier ihn noch aufzuwischen, fände ich gar nicht so spannend, ne, durch alle Sektoren durchzurennen, ist doch langweilig. Aber ich habe mich in eine Position manövriert, wo ich jetzt einfach gewinnen kann, weil ich die beste Wirtschaft habe. Und jetzt habe ich dann in 3 Minuten gewonnen. Das heißt, es gibt auch nochmal einen Abschluss quasi. Ich glaube aber dann kriege ich es noch hin, in diesen 3 Minuten ihnen noch die 11-4-2, ihnen noch die Hexenmarodeure auf den Leib zu hetzen. Wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es. Und ich meine, jetzt können wir natürlich auch ein bisschen noch schon, ne? Dann mal probieren, ob ich nicht doch noch seine Hauptstadt kriege. So, genau. Also das war mein Plädoyer für Siedler 7. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe mit Siedler 3 oder 4 angefangen. Für mich ist Siedler ATS. Das hier ist alles Quatsch. Aber ich finde es etwas schade, dass das Spiel irgendwie so gar nicht Teil des Diskurses oft ist, wenn über gute Siedlerteile geredet wird. Und es im Gegenteil eher so ein bisschen dem oft auch zugezählt wird, so, das war schon die Zeit, als Siedler kaputt war. Es kam ja auch nach der Zeit, wo Siedler kaputt war, ne? Und Siedler ist eine so komische Reihe, weil sie sich mit jedem zweiten Spiel komplett geändert hat, dass ich auch jeden verstehe, der halt sagt, Siedler ist für mich das. Für mich war Siedler irgendwie immer ein bisschen weiter gefasst, weil ich sie alle mochte. Ich mag Siedler 2, ich mag Siedler 3, ich mag auch Siedler 4, das ja, wie ich weiß, hier der Favorit ist. Ich mochte Siedler 3 immer ein bisschen lieber, aber ich wurde oft so aufgefasst, dass Siedler 4 dann Schwachsinn ist. Und nee, Siedler 4 ist auch fantastisch. Siedler 5 ist kompletter Schwachsinn. Niemand wollte das, niemand mag es immer noch. Aber ich fand, dass halt dann dieses Spiel tatsächlich nochmal eine coole Neuinterpretation dieser grundlegenden Siedlerformel war, die daraus besteht, eine komplexe, wuselige Wirtschaft aufzubauen, mit dem Zweck, in einer kurzweiligen Partie den Gegner zu bezwingen. Das ist für mich die Siedlerformel, wie du sie runterbrechen kannst, wie sie für Siedler 2, 3 und 4 passt und wie sie sich unterscheidet von Anno zum Beispiel, weil Anno geht nicht darum, in einer 2-Stunden-Partie den Gegner zu besiegen. Anno ist viel mehr über 100 Stunden baue ich mir die perfekte Stadt auf. Und das, der Unterschied zu Siedler war, finde ich, immer das. Und auch zu vielen anderen Aufbauspielen. Wenn du siehst, heute, ne, Banished und sowas, die haben gar keine Feinde mehr. Siedler war schon immer natürlich der Feind. Aber nicht unbedingt nur als ATS, wenn du dir die ganze Serie anschaust und auch die Anfänge der Serie. Und ich finde, dadurch halt dann hier stattdessen nochmal mit Händlern und Geistlichen und Forschung und so. Ihr habt gewonnen. Also ich mag es einfach. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen überzeugen. Vielleicht habe ich auch jetzt hier 2 Stunden gegen die Wand geredet. Das ist auch okay. Dann habe ich immerhin eine schöne Partie Siedler 7 gespielt. Ich hoffe, vielleicht hat es euch auch einigermaßen Spaß gemacht. Schreibt gern in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Mögt ihr Siedler 7? Findet ihr es totalen Quatsch? Konnte ich euch ein wenig es vielleicht näher bringen? Mögt ihr es jetzt mehr als vorher? Oder denkt ihr, der Maurice, was ist das? Ich weiß doch schon seit Hennos React-Video, dass der keine Ahnung von Siedler hat. Ich habe dem kein Wort geglaubt. Kann ja auch sein, ne? So oder so, ich mache auch nochmal ganz dreist schamlos Werbung natürlich. Ich streame derzeit 5 Tage die Woche, in der Regel von Dienstag bis Samstag auf Twitch. Maurice Weber. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich spiele Siedler, aber nicht nur Siedler. Sehr viel wird auch Crusader Kings gespielt. Total Warhammer 3. Also alles, was so der Strategiespieler gerne mag, gibt's bei mir.
und auch ab und an mal andere Sachen wie Elden Ring zum Beispiel. Also, wenn ihr Bock habt, freue ich mich. Wenn ihr keinen Bock habt, habe ich mich trotzdem gefreut, hier zu sein auf Hennos Kanal. Henno, vielen Dank. Schönen Urlaub hast du hoffentlich gerade, obwohl du ein Erzschuft bist. Du bist ein Erzschuft, den... Das ist schon gut, dass du das, also... Deine Schufterei hat ja jetzt hier was Positives am Ende bewirkt. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich hier einen Gastauftritt haben durfte. Hat mich sehr geehrt. Ich bin gespannt auf die anderen Gastauftritte. Ich kenne die ja alle gar nicht. Ich bin auch gespannt, welches Bild und welche Headline Team Henno wählen wird für dieses Video. Das weiß ich ja vorher nicht. Ich gebe das ja hier auf Treu und Glauben ab, so ein bisschen. Ich habe das jetzt hier aufgenommen. Ich schicke das ab an Henno und hoffe dann, dass es... ehrbar und angemessen präsentiert wird. Und das sage ich jetzt. Ne? Und wenn ihr das jetzt hier hört, werdet ihr schon wissen, was der Titel war. Also, ihr seid dann weiser, als ich jetzt bin. Aber das ist nun mal so. Natürlich auch nochmal in Hennos Namen. Ne? Like, Comment, Subscribe für diesen Kanal. Wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr jetzt sagt, der Typ hat ja keine Ahnung von Siedler, dann trotzdem Like, Comment, Subscribe, weil normalerweise ist ja einer hier, der die komplett gegenteilige Meinung zu Siedler hat. Das heißt, so oder so, ne? Like, Comment, Subscribe. Henno, vielen Dank. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid. Und wir sehen uns irgendwann. Ne? Also beim nächsten Henno Crusader Kings Event, bei mir auf Twitch, beim nächsten Henno React. Irgendwann laufe ich euch wieder mal über den Weg. Ihr kommt mir nicht aus, es tut mir auch leid. Aber bis dann!